Einen ganz schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier bei uns bei den Salzburger Nachrichten. Es ist heute der zweite Abend in der Gesundheitsreihe, die wir heuer jeden ersten Dienstag im Monat veranstalten. Ich sage gleich dazu, mit Ausnahme vom April, weil da ist nämlich der erste Dienstag, der Osterdienstag, und der ist vielleicht nicht so günstig, da ist der Termin dann am 16. April, der wird aber Sie weniger betreffen, dafür sind Sie zu jung, da heißt nämlich das Thema dann das Kreuz mit dem Kreuz, also wenn man schon so ein bisschen in mein Alter kommt und da hinten mal Bandscheiben drückt und ähnliche Dinge. Also wenn Sie Leute kennen, die davon betroffen sind, Dienstag, der 16. April, hier bei uns bei den Salzburger Nachrichten mit dem Professor Wicker. Heute geht es um, glaube ich, das schönste Thema des Jahres. Ich bin jetzt selber seit 14 Monaten stolzer Opa und gerade gestern ist er bei uns in der Wohnung so ziemlich weit gelaufen. Professor Sperl hat mir allerdings eh schon vor 2 Monaten gesagt, in unseren Vorgesprächen Geduld haben, heißt gar nicht, dass jedes Kind mit einem Jahr genau laufen muss, das ist eben sehr verschieden und ich glaube, das ist genau eine Botschaft, eine ganz wichtige für den heutigen Abend, wie verschieden und unterschiedlich Kinder in ihrer Entwicklung sein können und wie trotzdem alles sich ganz gut ergeben kann. Die wissenschaftliche und medizinische Qualifikation unseres heutigen Referenten ist außer Zweifel, er ist Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde hier in Salzburg, er ist Professor an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität, er ist Spezialist für Säuglings- und Kinderernährung und auch verantwortlich für die Elternschule. Das alles qualifiziert Professor Sperl, aber was ihn besonders qualifiziert und das ist mir ein großes Anliegen, das auch jetzt zu vermitteln und ich glaube, Sie werden es auch dann spüren. Ich habe so in unseren Vorgesprächen gemerkt, dass ihm wirklich einfach jedes dieser Kleinen ein ganz persönliches Anliegen ist und er da wirklich dahinter steht, alle diese Butzerl zunächst und dann die Heranwachsenden sozusagen auf den Weg zu bringen, auf den Weg in den ersten 2 Jahren beziehungsweise in den ersten 1000 Tagen, nämlich Schwangerschaft plus erstes und zweites Jahr. Das sind ziemlich genau oder ganz genau 1000 Tage. Ich habe auch zuerst gerade eine Besucherin hereingehen sehen, die also noch in diesen ersten Bereich fällt, nämlich der Schwangerschaft und wo das erste Jahr, glaube ich, aber nicht mehr weit bevorsteht, sondern schon bald herannahen wird. Ja, die Beziehung zum Kind aufbauen in dieser Zeit, das ist die ganz wichtige Botschaft des heutigen Abends. Und ich darf Sie, Herr Professor Sperl, jetzt zunächst um Ihren Vortrag bitten. Danke. Ja, Herr Bruckmoser, meine Damen und Herren, danke für diese freundliche Einführung. Und ich habe mich wirklich gefreut, wie ich eingeladen wurde. Besonders auch das Thema der gesunde Start ins Leben, weil es mir eine Gelegenheit ist, ja, eine Chance ist, Sie ein wenig hineinzuführen in den Aspekt Schützen durch Verstehen. Ich möchte Sie motivieren, ein bisschen hier mitzudenken, mitzuschauen, die Erfahrungen, die ich selber gemacht habe und was ich Ihnen heute sage, mir abzunehmen, mir persönlich abzunehmen. Ich stehe da als Kinderarzt 25 Jahre lang tätig, schon vorher an der Kinderklinik in Innsbruck. Das ist das, was ich mitbringe. Was mir auch wichtig ist, ist diese Ganzheitlichkeit, ja. Wir Schulmediziner, sogenannte, sind ja nicht die herzlosen Wissenschaftler, und wenn einer großen Klinik ist, umso mehr, sondern es ist mir wirklich ein Anliegen, bis in die Praxis hinein, bis zu Hause zu Ihnen oder auch in die Elternberatung wirklich zu wirken. Und wenn wir an der Klinik die schwersten Fälle haben, ist es das eine, aber wir schulen ja, wir bilden aus, wir an der Krankenpflegeschule auch die Medizinstudenten. Also mir ist es wirklich ein Anliegen, hier Sie ein bisschen zu schulen, mitzunehmen, Sie zu motivieren. Ersten 1000 Tage, der Herr Bruckmoser hat schon gesagt, es ist in der Tat so, dass das Kind im Mutterleib, ja, ganz entscheidend ist in der Prophylaxe, in der Vorbereitung dafür, dass es gute Wurzeln kriegt, dass der Start gelingt.
Es ist nicht so, dass man eigentlich wenig Zeit hat, sondern an die Väter und besonders an die Väter, die Partner, möchte ich sagen, die 1000 Tage sind schnell um und man hat dann viel verpasst. Also die erste Botschaft ist, nehmen Sie sich diese 1000 Tage Zeit, weil da passiert so unglaublich viel, ja, was Sie dann wirklich nicht mehr rückgängig machen können. Also wenn Sie heute kleine Pflanzen setzen oder säen und pikieren und ein bisschen Ahnung haben, dann wissen Sie, wie subtil der Start ist. Ja. Wenn die Wurzeln einmal passen, das ist auch schon so angedeutet worden, ne, dann wächst die Pflanze. Aber am Anfang sollte man nicht zu kompliziert es machen, aber man sollte da keine Fehler machen. Darum sind, glaube ich, viele interessiert, was ist denn da so wichtig. Also es beginnt im Mutterleib natürlich schon. Und die 270, die 220.000 Tage, und da gibt es viele Kampagnen auch weltweit, wo man sagt, das ist eine entscheidende Zeit. Die müssen Sie sich nehmen, wenn Sie ein Kind haben. Und das sollten sich die Eltern nehmen. Und dann hat man schon eine gute Basis. Nun, vier Bereiche. Ich kann ja nur ein paar Beispiele bringen, sonst das zerreißt den Abend. Ich würde da mehrere Abende brauchen, die ganze Serie. Also vier Beispiele. Wachsen und gedeihen. Ernährung, ja, also da gibt es ja vielfältige Meinungen und da werden wir über Stillen reden, über die Flaschennahrung und verschiedene Sachen. Dann neurologische Entwicklung, der Herr Bruckmoser hat es angedeutet, das Kind kann mit 10 Monaten die erst kommen stehen, es kann auch später stehen, was ist variabel, wann braucht man den Arzt. Die Infektabwehr fragen viele, mein Kind neigt zu Infekten, Herr Professor oder Herr Doktor, was kann man denn tun? Und dann die Bindung. Die Bindung kommt am Schluss, aber das ist das Wichtigste. Ich glaube, das Wesentliche ist, dass man in diesen ersten 1000 Tagen es schafft, eine gesunde Beziehung zum Kind aufzubauen und es so zu nehmen, wie es ist. Man hat so Erwartungshaltungen, kommt ein Kind dann zur Welt und dann ist es anders, als man es sich vorstellt. Man hat dann 1000 Tage, wo man wirklich das Ganze so richtig gut und richtig kennenlernen kann. Also die Bindung ist mir das Wichtigste am Schluss. Und dann beginnen wir mit dem Beispiel Wachsen und Gedeihen. Verwirrung, was ist normal, Stillen, Flasche, die fetale Programmierung werde ich erwähnen, die Beikost, mir ganz wichtig, das versuche ich Ihnen zu erklären, so wie an Studenten. Geschmackstriggerung, die Allergien, das Zeitfenster und dann ein kurzes Wort zum Abstillen. Nun, richtige Ernährung von Anfang an, da gibt es eine fantastische Kampagne, geht vom Ministerium aus, wir machen es in Salzburg jetzt auch, natürlich auch in der Schwangerschaft schon. Warum ist die Schwangerschaft so wichtig? Ein Essen für zwei, man kann ja meinen, da isst man einfach drauf los und dann geht es eh ganz gut, das ist aber nicht ganz so, sondern ich finde, ich habe mir das angeschaut, diese Empfehlungen für Schwangere ganz ideal, da ist wirklich, da steht drinnen, der Energiebedarf verdoppelt sich, nicht, steigt aber um 255 Kilokalorien, dann später auf 635 Kilokalorien, die Vitamine sind da drin, da gibt es auch Rezepte und Vorschläge. Also ich finde es einfach fantastisch, ja, dass man in der Schwangerschaft jetzt so einen Service bekommt, was man ganz optimal fürs Kind tun kann, aber auch als Mutter nicht zu viel tun braucht. Ja. Also man hat, glaube ich, durch diese Kampagne durchaus schon etwas ganz, ganz Vorteilhaftes, Wichtiges, weil, und jetzt kommt ja das Ganze, die fetale Programmierung, so wie das Kind zunimmt, ja, oder nicht zunimmt, wir für das spätere Leben bis ins hohe Erwachsenenalter schon Weichen stellen. Hier mal der Überblick über die Ernährung des Säuglings und wenn wir da sozusagen sagen, Stillen ist der Goldstandard, dann ist es so. Wir haben in unserem Krankenhaus überall Stillberaterinnen, ausgebildete Stillberaterinnen, auf der Neonatologie, auf der Kinderchirurgie, überall, wo die Kinder sind. Und wir wollen die Kinder stillen. Wir wollen, dass die Mütter die Chancen haben. Wir lernen das, wir begleiten sie. Wir stillen Zwillinge, Drillinge, wir stillen Mehrlinge, wir stillen frühgeborene Kinder. Also stillen ist wirklich das Beste. Jetzt kommt der Satz, die Säuglingsanfangsnahrung ist von der Milchindustrie nicht ein Geschäft nur, sondern es ist ein Prestigeobjekt. Das ist wie bei der Mondlandung, die haben sich bemüht, ja, die verschiedensten Firmen, eine der Muttermilch angepasste Anfangsnahrung herzustellen. Die ist nie so wie die Muttermilch, das kann sie gar nicht werden, aber sie ist sehr gut. Es gibt die Studien, wie die wachsen gleich. Und also ich möchte einfach sagen, wenn heute eine Säuglingsanfangsnahrung verwendet wird, dann kann man sie
beruhigt verwenden. Sie ist der Muttermilch in vielen, vielen Hinsichten angepasst und das ist ein Wettrennen darum, wie kann man es nur ähnlicher machen und nur besser machen, dann wird es eh nicht schaffen. Es ist nämlich sehr wichtig, dass nicht eine Diskriminierung entsteht. Ich kann nicht stöhnen, du bist die schlechte Mutter, dies oder jenes. Darum ist mir das auch wichtig zu sagen, dass es der ganze psychosoziale Aspekt, das Kind sozusagen zu sehen, es im Körperkontakt zu haben, in der Mimik und in der Beziehung zum Kind, es auch möglich ist, wenn man jetzt sich für das Stillen entscheidet. Das ist ganz klar, das ist auch die Mehrheit. Aber hier bei der Anfangsnahrung ist es wichtig, dieses Wort Anfangsnahrung zu kennen. Da kann man schon Fehler machen, dass man sagt, nein, ich mache keine Anfangsnahrung, ich mache eine Folgenahrung, ich mache irgendeine Nahrung oder ich mache mir die Nahrung selber. Da beginnen gesundheitliche Probleme, da kann man mich gern fragen. Also das ist schon so Muttermilch oder eine der Muttermilch angepasste Milch. Da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die man da rein theoretisch falsch machen kann. Dann geht es hin bis zum 5., 6. Monat. Das Stillen 6 Monate lang ist so ein Schlagwort. Wir meinen, die Pädiater, Kinderfachärzte sagen, da sollte man jetzt beginnen mit der Beikost. Und ich sage Ihnen auch, warum. Natürlich, die Beikost ist etwas, wo man sagen muss, das Kind alleine mit der Muttermilch hat nicht ausreichend Nährstoffe. Und ich habe einmal Kinder erlebt, 11 Monate lang voll gestillt, sonst nichts. Und da waren vegane Eltern dabei und ich habe das erlebt, dass da ein B12-Mangel war und das war eine leichte Hirnatrophie. Und wir haben dann gesagt, auch in einer Pressemitteilung, bitte nicht ausschließlich stillen, sondern stillen ist gut, aber ein bisschen Beikost dazu tun, weil die Vitamine brauchen. Dann hat man das wieder ganz falsch verstanden, was sei gegen das Stillen. Was ich sagen will, es gehört hier die Beikost dazu. Warum? Sie sehen, rechtzeitig Beikost. Das Kind, und jetzt bitte einfach, das ist ein bisschen intellektuell, aber Sie werden es verstehen. Das Kind hat einen roten Blutfarbstoff von 20 Gramm pro Deziliter bei der Geburt. Das Blut stellt sich um beim Kind und das Ganze ist dann bei 3 Monaten auf 10 Gramm pro Deziliter. Das heißt, nach der Geburt, das Kind, das von der Mutter über die Nabelschnur Blut mitkriegt, einen Umbau des Hämoglobins und dann steigt das Hämoglobin wieder an. In dieser Zeit, das sind die roten Punkte, wird Eisen frei aus dem abgebauten Blut und das Kind hat sozusagen deine Eisenspeicher, Eisenmitgift. Und die Eisenmitgift geht ganz genau bis zum 6. Monat. Dann, nachher, ist keine Eisenmitgift mehr da. Es ist kein Speicher mehr da. Das Kind, jedes Kind kommt ab dem 6. Monat, wenn es nicht ausreichend Eisen bekommt, in einen latenten und dann einen echten Eisenmangel. Das sieht man nicht sofort, das erkennt man nicht am Kind. Das Kind kann, wenn es dann länger einen Eisenmangel hat, eine Infektanfälligkeit bekommen. In den dritten Weltländern können die Kinder dann sterben und haben andere Probleme. Also es ist irgendwie physiologisch, dass die Schutzzeit, auch was man jetzt vom Eisen mitbekommt, 6 Monate dauert und dann, wenn das Kind den ersten Zahn hat oder in der Zeit, wenn es sitzen kann, die Hände zu vorne bringt, dann ist es auch so weit, dass es löffeln kann. Ganz physiologisch, dass man dort sich bemühen sollte, Beikost zu geben. Das ist ja nichts Schlechtes, das ist ja nichts gegen das Stillen. Man darf ja weiter stillen, aber man sollte zusätzlich Beikost geben. Ich hoffe, das ist verständlich, nur an dem Beispiel jetzt von dieser Situation, dass der Speicher aus ist. Beim Frühgeborenen ist er viel früher aus, eigenes Kapitel muss man dann nachsetzen. Also man kann nicht sagen, na stillen wir das 12 Monate aus, egal, das ist ja so gesund und so gut und es ist egal, wann die Beikost kommt. Nein, biologisch gesehen ist es nicht egal. Hier kommt die Beikost mit der Eisenzufuhr und dann kommt das blutbildende System, das Abwehrsystem, das sehr viel Eisen braucht, zu den notwendigen Stoffen. Das geht mit Vitaminen auch so. Also jetzt einmal, das war die Argumentation der Beikost. Hier bringe ich Ihnen das Beispiel fetaler Programmierung. Also in der Schwangerschaft und auch nachher ist es nicht egal, was das Kind isst, wie viel Eiweiß es isst. Wir sind jetzt in weltweiten gibt es Studien und Kampagnen, die Münchner sind da führend, der Professor Koletzko, dabei, diese frühe Ernährung wirklich genau zu studieren. Sie sehen, dass die Adipositas, also das Übergewicht, kardiovaskuläre Erkrankungen, Infektionen, Autoimmunerkrankungen, Knochengesundheit, ZNS-Funktion
zusammenhängt, wie im Mutterleib bereits eine Programmierung erfolgt. Sie sehen, der Ansatz, wenn man hier etwas verändert, dass man hier eine viel größere präventive Wirkung hat, als wenn man später interveniert, ist irgendwie evident. Das heißt, früh ist hier die Idee und die Philosophie, das heißt, mehr Wissen über die intrauterine Entwicklung, über die Ernährung. Sie sehen hier eine ganz bekannte Studie von Parker, das ist fetale Programmieren, überhaupt das erste Mal so richtig ins Spiel gebracht hat. Das sind Männer, die unterschiedliches Geburtsgewicht haben. Sie sehen da hier das Geburtsgewicht aufgetragen und das Risiko für die koronare Herzerkrankung, für alle kardiovaskulären Erkrankungen, alle Todesfälle. Und das war so die Pionierstudie, wo man sagt, also die leichten Kinder sind die, die später mehr koronare Herzkrankheit haben, die leichten damals mehr kardiovaskuläre Erkrankungen. Es ist nur ein kleines, fast schon historisches Beispiel für das, was, wenn das Kind geboren ist, intrauterin Mangelerscheinungen gehabt hat, dass das dann später mal mit 30, 40 Jahren sogar ein Hypertoniker wird. Professor Fischer, der Geburtshelfer bei uns, der Frauenarzt, der neue Chef der Frauenklinik, der ist Spezialist auf fetale Programmierung. Der hat das studiert, was es ausmacht, wenn intrauterin im Mutterleib Kinder unterschiedlich wachsen und was das dann später auf den Blutdruck und auf verschiedene Sachen beim Erwachsenen für einen Einfluss hat. Jetzt komme ich wieder zurück. Wir sind also bei der Beikost. Die Mutter stillt, das Kind löffelt schon. Und da ist es ganz wichtig, dass wir einen ganz wichtigen Zeitpunkt sehen. Zwischen 5 und 7 Monaten wird der Geschmack getriggert. Es ist sehr wichtig, dass man in so einer Zeitphase den Kindern jetzt nicht nur, wie wir es früher gesagt haben, ein Obst, ein Gemüse und dann kommen vielleicht schon die anderen Preissorten. Nein, wir wissen, dort wird Geschmack geprägt. Wenn man viele Sachen kosten lässt, dann wird das engrammiert, das heißt, es wird einprogrammiert. Kinder nachweislich, wenn die da 5, 10 Gemüsesorten geschmacksmäßig schon zum Kosten bekommen, haben mit 3 Jahren oder 4 Jahren viel mehr Affinität zu diesen Sorten. Früher, vor Jahren, hat man noch gesagt, ganz wenig, hier nur aufpassen, keine Zitrusfrüchte, keine Eier und dies und jenes. Das stimmt nicht mehr. Und da muss ich ja auch ein bisschen kritisch sein. Die Wissenschaft ändert sich da immer wieder und es gibt neue Erkenntnisse. Aber auch hier in diesem Zeitfenster zwischen 5 und 7 Monaten ist es auch so, dass wir nichts mehr verbieten. Also es ist nicht mehr so, dass man da Fisch oder verschiedene Sachen meiden muss oder Hühnereiweiß. Im Gegenteil, es ist ein wichtiges Zeitfenster, wo auch der Körper eine gewisse Information bekommt über Allergene. Nun, was wichtig ist, und das möchte ich auch noch anschneiden, das Abstillen. Ich werde immer wieder gefragt, naja, jetzt kommt dann das Kind beispielsweise jetzt im 2. Lebensjahr nicht wegzukriegen ist, weil die Mama dann wieder arbeiten muss, dann kann das schon mal ganz problematisch sein. Ich glaube, das ist, und das ist ein bisschen ein heißes Thema, im Idealfall physiologisch abläuft. Und ich erlebe das, dass die Milch weniger wird und das Kind nicht mehr will, die Mama und das Kind das gut miteinander ausmachen. Aber trotzdem sind die Mütter sehr oft alleingelassen. Es ist so, dass es sehr viele Stillgruppen gibt und das wird gefördert und wunderbar. Aber es soll keine Frau dann alleine sein, wenn sie sagt, okay, jetzt ist es einmal zu weit, was mache ich denn jetzt? Jetzt ist die Situation da, wenn ich nie mehr still. Und dann ist es auch ein Prozess, wo ich sagen muss, ich glaube, dass er physiologisch sein kann, das muss keine Zäsur sein im Sinne von Trauma des Kindes, sondern aus meiner Sicht ist das einfach ein weniger werdender Milch, aber auch ein konsequentes Sein, jetzt wird abgestillt und das Kind, wenn es die Nähe und die Beziehung zur Mutter hat, ist das schnell passiert. Aber manchmal braucht man dazu schon auch einen Partner, einen Begleiter in so einer Situation. Können wir auch diskutieren. Es ist so, dass das Stillen über das erste Lebensjahr hinaus physiologisch ist, ganz klar. Aber es kann nicht jede Mutter bis ins 3. oder 4. Jahr hinein stillen und irgendwann löst sie das und das ist wunderbar und alles ist gelöst. Das ist in der Praxis nicht so. Und daher ist es also schon so, dass die Bindung, von der ich spreche, ein Riesenthema im ersten Lebensjahr ist, auch im zweiten. Man kann da nichts falsch machen, aber irgendwann ist die Trennung, ja, die physiologische Trennung, nicht das Alleinsein, nicht das Traumatisieren, auch ein Thema. Und das ist das, was ich hier ansprechen möchte.
Nun kommen wir zur neurologischen Entwicklung. Die neurologische Entwicklung, Schlafen, Wachen, das ist ein ganz heißes Thema, weil das viele Leute beschäftigt, ganz konkret. Da möchte ich Ihnen ein paar Daten vom Herrn Lago zeigen. Dann Sitzen, Stehen, Sprechen, was ist die physiologische Bandbreite? Eigentlich wäre ganz wichtig, dass diese Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen eingehalten werden, weil ich kann in einem sagen, wenn Sie jemanden haben, der Sie kennt und begleitet, der kann mit Ihnen zusammen erkennen, na, das Kind ist jetzt außerhalb der Bandbreite. Also meine Empfehlung ist, in den ersten 2 Jahren ist es ganz wichtig, dass irgendjemand Außenstehender auch schaut, wie entwickelt sich das Kind, damit man sozusagen auch eine Früherkennung von neurologischen Problemen hat oder durchaus Sinnesproblemen. Sie sehen diese Dynamik, wenn man jetzt schaut, Fetus hin bis zum Erwachsenen, ist unglaublich, was sich da alles tut. Und ich beginne einmal mit dem Schlafen, Wachsein und dem Schreien. Nun, Sie sehen an dieser Kurve ganz schön, einfach schematisch, dass das Chaos, das sind also die Schlafzeiten. Und Sie sehen, wenn Sie einfach nur diese schraffierten Sachen anschauen und diesen weißen Tunnel da sehen, letztlich rhythmisiert sich das Schlafen hier. Irgendwo, das ist einfach eine Aufzeichnung von Schlafzeiten, und irgendwann mit der Zeit rhythmisiert sich der Schlaf. Die Grundaussage ist, am Anfang ist es Chaos und langsam rhythmisiert sich der Schlaf, weil die Neurologie sich bildet. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Und die Zeit der Reifung des Schlafens abwarten, liebevoll begleiten, durchtragen. Mir ganz wichtig, das Schlafen reift. Das ist nicht von vornherein perfekt. Sie sehen, dass die Gesamtschlafdauer, ja, also das ist nicht REM-Schlaf, REM-Schlaf, Rapid-Eye-Movement-Schlaf, sind unterschiedliche Schlaftiefen und Qualitäten, aber dass diese Schlafdauer abnimmt und dass es da mittlere Werte gibt, das ist mir nur wichtig, dass man sagt, okay, der Erwachsene und der Alte schlaft natürlich viel weniger als die Kinder, da ist das Schlafen noch ganz eine wichtige Sache. Und ich glaube, wie der Schulpsychologe gesagt hat, ein 14-Jähriger soll vor Mitternacht schlafen, kann ich nur sagen, natürlich sollte ich schlafen, weil es einfach eine Schlafzeit braucht. Und weniger Schlaf, das ist wurscht, wann sie schlaft, die Schlafzeit ist entscheidend. Ich will da nicht moralisieren, es ist eine Frage der Schlafzeit. Okay, hier sieht man das Ganze in den ersten 24 Monaten. Und da sieht man, dass es von 12 Stunden bis 18 Stunden Gesamtschlafzeit eine Variation da ist. Also man könnte beim 2 Monate alten Kind einmal schauen, wie lange schlaft mein Kind, 14 Stunden. Und das habe ich auch im Interview gesagt, man kann damit umgehen, man kann es portionieren. Also ist einmal wichtig zu wissen, wie lange schlaft denn mein Kind. Das ist variiert, Mittelwert, Abweichung. Glaube ich mal ganz hilfreich. Ja? Sie sehen beim Schreien, es gibt Kinder, 2, 3 Kinder von einer Mutter, die schreien nur eine Stunde mit 8 Wochen am Tag oder 3,5 Stunden. Die Variation. Schreien tun alle Kinder am Tag. Aber nicht, weil sie nur leiden, ja, oder weil sie irgendwie nur Hunger haben. Und es sind unterschiedliche Ursachen, warum die Kinder schreien. Aber eins ist klar, sie schreien mit einer Spitze, also mit 8 Wochen am meisten, das wird wieder weniger. Und sie schreien unterschiedlich. Das ist auch eine Aussage, die mir ganz wichtig ist. Und ich glaube, dass das Schreien sich auch normalisiert, weil das auch eine Ursache hat mit der neurologischen Reifung. Jetzt ist aber interessant, die Kinder schreien alle am Nachmittag zwischen 17 und 22 Uhr am meisten. Also das ist ja eine Erfahrung, die sie alle machen, aber das muss man wissen. Okay, also die Schlafdauer 17 bis 22 Uhr, da gibt es die Schlafspitze. Also das ist auch irgendwie hilfreich, wenn ein Kind 3,5 Stunden, wenn das 3,5 Stunden schreiende Kind am Tag ist, also in der Perzentile ganz oben ist, ja, dann schreit es halt da besonders mehr und bei anderen merkt man das nicht, nur das ist verteilt. Das ist alles physiologisch bis 3., 4. Monat, dann wird es weit weniger. Und jetzt kann man dann diskutieren, ja, warum schreit mein Kind? Wenn ich weiß, dass es da schreit und dass der Professor Sperr gesagt hat, das schreit am Nachmittag, dann ist es nicht unbedingt da gleich eine Kolik oder gleich eine Invagination oder gleich irgendwas, ja. Also das möchte ich Ihnen vermitteln, dass man diese Zeit ein bisschen aushaltet, dass man weiß, dass das allgemein ist. Beispielsweise jetzt aus unserer Schreiambulanz, wenn etwas zu viel ist, sieht man, dass dieses Kind ist 2 Jahre alt, die Anna schreit in der Nacht und schläft nicht durch. Na, da sieht man, da hat das Schlafprotokoll, schlaft, schreit um 2 auf, schlaft.
Was ist jetzt passiert? 11 Stunden Schlaf, hat man ausgerechnet, und da herunten schlaft sie durch. Sehen Sie, das ist passiert mit diesem Schlafprotokoll in unserer Schlafambulanz. Da schlaft sie durch. Man sieht, dass sie also ein bisschen weniger jetzt am Tag schlaft, mit 2 Uhr. Man hat also 1,5 Stunden ein bisschen weggezwackt, jetzt schlaft sie durch. Weil die Gesamtschlafdauer ist gleich. Die schlaft ihre 11 bis 12 Stunden. Natürlich muss man das am Kind ein bisschen natürlich hinführen und so weiter. Aber es hilft, wenn man begleitet, wenn man selber analysiert, durchaus, dass man hier mit Hilfe einen Schlafrhythmus bekommt, weil das Kind einfach den Schlaf braucht. Nicht so ganz einfach, aber ein bisschen, ein Hinweis, dass es durchaus Möglichkeiten gibt. Das Kind schläft dann nicht 8 Stunden oder dann 14 Stunden, es schläft ziemlich konstant seine Zeit. Jetzt kommen wir zur motorischen Entwicklung. Das sind die Neugeborenen. Hier, das Kind hat noch keine Kopfkontrolle. Wenn man das aufzieht, dann lässt es den Kopf hängen. Das Neugeborene ist ja noch muskelschwächer, liegt am Bauch. Mit 3 Monaten hebt es den Kopf, stützt ab, greift in der Mitte, schaut, fixiert, lässt sich hochziehen, hält den Kopf schon, sitzt mit Halten, und dann mit 6 Monaten geht es schon aktiver, sitzt hier fast schon selbstständig. Also Sie sehen da diese physiologische Entwicklung im Schema. Nun, zeitliche Auftreten des freien Gehens. Und ich habe Ihnen dann die Buchempfehlung am Schluss von Professor Lago aus Zürich. Das ist so wertvoll, auch für mich, immer wieder auch nachzuschauen. Die haben da Tausende von Schweizer Kinder angeschaut, ganz groß und wertvoll, und haben dann sozusagen diese Kinder vermessen. Alter in Monaten, na wann kann das Kind frei gehen? 10 Monate, 11 Monate bis 19, 20 Monate. Und das sind alles gesunde Kinder. Statistik von gesunden Kindern. Es kann einmal ein Kind durchaus auch da dabei sein. Natürlich muss man den Neuropädiater irgendwann einmal fragen, ja, was ist denn da los? Aber der schaut auch noch bis daher, bis man dann was abklärt. Trinken aus der Tasse ist nur ein Beispiel. Jetzt zeige ich Ihnen einfach diese Variabilität. Mir geht es bei diesen Bildern mehr um die Variabilität, Ihnen zu zeigen, wie diese Verteilung der ersten Leistungen der Kinder sind. Kauen von Speisen, also das ganze richtige Kauen, geht dann mit 18 Monaten los, also das ist so ums zweite Lebensjahr herum, dass das Kind dann so richtig aktiv dann kauen kann. Manche können das schon viel früher, manche später. Es ist eine enorme Bandbreite. Eine enorme Bandbreite, und diese Daten sind gute Daten. Das sind Kinderspital Zürich Daten, die wirklich da haben ihr Leben lang nichts anderes gemacht, als 15 Jahre solche Daten erhoben. Versuche mit dem Löffel zu essen. Na, das ist eine Geschichte, die Schweizer Tradition der Entwicklungspädiatrie von Professor Lago. Kaufen Sie sich das Buch, wenn es interessiert, wirklich mit Genuss anzuschauen. Versuche mit dem Löffel zu essen. Sie sehen auch da die Breite dieser Zeiten der Kompetenz. Durchbruch des ersten Milchzahns, das war für mich eine wahnsinnig schwierige Geschichte. Da ruft mich ein ganz Prominenter an und sagt, mein Kind hat mit 14 Monaten, war das, hat noch keinen Zahn. Und ich habe so reingeschaut und gedacht, das gibt's nicht. Und gesagt, nein, ist noch normal. Dann habe ich dann nachgeschaut, tatsächlich ist normal. Im nächsten Monat ist dann der Zahn gekommen, und das war also noch in dieser physiologischen Bandbreite. Aber selber erlebt man das auch nicht. Ja? Also wir sehen, dass die Zähne dann irgendwann einmal der erste Zahn schon da ist. Aber wenn man sich die Perzentile anschaut, die Mühe macht der Bandbreite, merkt man, aha, das gibt's. Und irgendwann einmal gibt es dann nicht mehr. Also das ist auch für einen Fachmann irgendwas Neues, oder man muss einfach auch die Perzentilen da anschauen, und ja, das ist einfach so. Also hier jetzt an der Stelle Variabilität wichtig, Geduld zu haben, mit einem Fachmann das zu schauen und zu schauen, wie das ausschaut. Und da ist Mama, Papa noch sagen, hier ist auch ganz wichtig, wenn die ersten zweisilbigen Worte kommen. Sie sehen, das ist auch eine Leistung, die so nach dem ersten Lebensjahr kommt, aber durchaus bis ins 20. Lebensmonat so ein bisschen variieren kann. Also wenn Sie jetzt 2 Kinder haben, das dritte kann anders sein. Wenn es die Oma ihre eigenen Kinder gehabt hat und jetzt beim Enkel schaut, es kann anders sein. Die Nachbarnkinder können anders sein. Und es muss nicht alles gleich pathologisch sein. Und trotzdem, meine Bitte, man muss das immer im Auge haben, besonders wenn es außerhalb der Perzentilen ist, also außerhalb diesen den Randbereichen, und da braucht man einen Begleiter, einen Vertrauensarzt. Jetzt kommen wir zu einem heißen Thema, die Infektabwehr.
Bei der Infektabwehr ist es folgendes. Der Eisenstatus, den habe ich Ihnen schon gesagt. Wichtig ist ja, dass das Kind mit den Abwehrzellen kompetent ist. Jetzt das retikuloendotheliale System, Lymphozyten und so weiter, die brauchen ja Substanz, die brauchen Eisen für die Bakterienabwehr und so weiter. Also das muss einmal basal, muss die Ernährung stimmen. Die Impfungen sind ein wichtiges Thema. Die Impfnebenwirkungen werde ich kurz anschneiden. Und auch diesen Zusammenhang mit angeborenen Krankheiten, der ist erwiesen. Ich bin ja kein Impfspezialist. Ja. Ich bin ein Arzt, der seit 25 Jahren permanente Kinder impft, sieht, im Krankenhaus sieht, der Erfahrungen hat und in einer Klinik, der die ganze Szene kennt. Aber ich bin ein Stoffwechselspezialist. Ich bin ein Spezialist für molekulare Sachen. Und das sind meine Themen, die angeborenen Krankheiten. Und daher bin ich sehr oft Gutachter und bin beigezogen. Also ich habe einen ganz anderen Blickwinkel und stehe nicht da, weil ich jetzt für oder gegen irgendwas rede. Die Ernährung ist natürlich, hängt da oben zusammen, auch mit dem Eisenstatus. Jetzt schauen Sie sich an, das ist eigentlich ein Bild, ein Schema, das Mensch und Tier irgendwie zugleich. Es betrifft den Menschen, Antikörper der Mutter nehmen ab, die eigenen Antikörper nehmen zu. Das heißt, die Mutter gibt dem Kind über die Nabelschnur, über das Blut, Antikörper mit. Alles, was die Mutter an Krankheiten gehabt, hat sie Antikörper und das Kind kriegt diese Antikörper mit. Und die Antikörper, die zirkulieren im Kind, das Kind hat einen Schutz einige Zeit. Den Schutz, dieselben Antikörper, die Mutter hat, kriegt das Kind mit. Ja? Irgendwann klingen diese Antikörper ab. 3, 4, 5 Monate. Dann kommt die eigene Antikörperbildung in Gang. Das ist jetzt ein simplifiziertes Bild. Aber in diesem Übergang ist es sozusagen eine sagen wir mal, kritische Phase. Diese Phase ist übrigens auch eine Phase, wo der Blutfarbstoff abgesunken ist. Diese Phase ist da, wo das Kind erstmals so ein bisschen aufsitzt. Das ist zwischen 2 und 4 Monaten auch die Phase, wo der plötzliche Säuglingstod auftritt. Also das ist, wenn man die Kinder von 0 bis 6 Monaten sieht, die schwierigste Zeit. Von außen sieht man nichts, aber innen tut sich unglaublich viel. Abklingen, aufbauen, aufsitzen, fetale Programmierung, also diese Motorik, diese neurologische Entwicklung kommt in Gang. Da kommt das Reifen vom Schlafen und so weiter. Also da passiert unglaublich viel, biologisch auch. So, jetzt sagt man, wir wollen diese Kinder ab hier schützen, da wo das abklingt. Das heißt also jetzt, wir impfen. Jetzt erlebe ich sehr viele Leute, die sagen, ja, impfen ist eh nicht schlecht, aber impfen wir später, mit 15 Monaten. Weil das ist ja vielleicht gescheiter, da hat das Kind schon irgendwas aufgebaut. Ich kann nur sagen, Pertussis, Keuchhusten, ja, wenn es ein Kind ungeschützt mit 4 Monaten trifft oder mit 3 Monaten trifft, ist es schwerst. Eine Meningokokken-Erkrankung, das ist viel zu früh noch, aber Pneumokokken-Erkrankung. Oder andere Erkrankungen, die hier auftreten würden, ist logisch. Je früher ein Kind, je kleiner ein Kind ist, umso schwerer kann eine Krankheit sein. Also die erste Aussage, es gibt hier einen Übergang und es gibt hier noch ein vulnerableres, kleineres Kind. Das heißt, wenn man impft und diese Impfungen werden angeboten, dann ist dieser Zeitpunkt dieses Impfens hier schon irgendwie logisch gewählt und zum Schutz des Kindes, zum frühen Schutz des Kindes. Das ist eine Aussage. Die Situation des österreichischen Impfplans ist, dass man jetzt 2x6-fach impft, dass man dann im 12. Lebensmonat das auffrischt und dass man hier 2x Masern, Mumps, Röteln impft. Was man erkennen kann, wenn man früher geschaut hat, hat man da 3x geimpft, dann ein 4. Mal und man rudert zurück. Also ich finde es gut, dass es Untersuchungen gegeben hat, dass der Impftitel ausreichend ist, dass man weniger impft. Also ich muss sagen, man impft weniger, das Bemühen, die vielen Stiche zu reduzieren, ist da. Also man impft, zumindest da hat man das paketiert und das ist auch international jetzt so das Impfschema. Das andere ist, dieser 6-fach-Impfstoff, der hat jetzt 20 Allergene drin. Früher war beim 3-fach-Impfstoff 300 drin. Also es ist nicht so, dass jetzt bei 6-fach Impfstoff da ist, wir heute mehr Belastung fürs Kind haben.
was ja auch unverständlich ist, wenn man so ein Imprint setzt, was es also jetzt für eine metabolische Belastung sein soll. Aber ich sage mal, es sind diese Impfstoffe auch fortgeschritten. Also sie sind reduziert und man hat da aus der Vergangenheit, auch aus meiner Sicht, wenn man jetzt das kritisch sieht, auch nicht nur gelernt, sondern man ist auch da bemüht, das irgendwie zu optimieren. Das ist der österreichische Impfplan. Ich kann das nur empfehlen. Ich kann nur sagen, diese basalen Impfungen, Masern-Mumps-Röteln-Impfung, das ist für mich eine Empfehlung. Jetzt kommt aber diese ganze Situation wieder aus meiner Sicht. Die Impfungen sind ja gefährlich. Und man hat Angst und der böse Doktor und irgendwie das arme Kind, ich meine, das ist vielleicht ein bisschen ein schlechtes Bild, weil ein Kind ist kein Hampelmann, aber es ist irgendwie so ein dramatisches Bild. Jetzt die Impfnebenwirkungen, ein Teil der Geschichte, ich habe mir das überlegt, wie ich hierher gekommen bin, das ist ein Teil der Geschichte. Es ist mit Sicherheit nicht, niemand hat die gesamte Wahrheit gepachtet, das gibt es gar nicht. Aber 3000 verschiedene Gendefekte und ich komme aus dem Bereich der angeborenen Stoffwechselstörungen. Wir haben weltweit erstmalig Krankheiten entdeckt. Wir sind da wirklich, also wenn Sie ein Kind haben, das nicht richtig sich entwickelt, dann sind wir überregionale Spezialisten. Und ihr erlebt es, seit ich Kinderarzt bin, weil es ganz wichtig ist. Das heißt, wir haben sehr viele Gendefekte, wir haben verschiedenste Krankheiten und alle treten, wenn ihr eine angeborene Störung habt, ich sage, die meisten treten in den ersten zwei Lebensjahren auf. Es gibt Krankheiten, die sind latent und die kommen dann mit 15 Jahren zutage, aber die allermeisten angeborenen Störungen treten irgendwann in den ersten beiden Jahren auf. Und jetzt bringe ich ein paar Schaubilder. Ja. Warum das irgendwie eindeutig ist, dass wenn man das nicht weiß, man irgendwie das assoziiert. Das ist ganz logisch. So, das waren die alten Impfschema. Ja. Seit zwei Jahren machen wir da nochmal zwei, aber bitte ist ja egal. Dreimal impfen, zweimal Masern-Mumps röteln und auffrischen. Da oben sind die Pfeile, ich habe jetzt keine Nadeln da hinein kopiert oder was, aber ich glaube, Sie verstehen das. 6 Monate, das waren diese ersten Dreifach-Sechsfach-Impfung, dann die Masern-Mumps-Röteln-Impfung und die Auffrischung. Und da haben wir die Zeit. So, jetzt hat man ein Kind, das einen Krampfanfall da hat, Muskelschwäche ist, kein freies Stehen zeigt, Schluckstörung hat, die ganze Entwicklung. Nun, das ist eine frühkindliche Epilepsie, ein Dravet-Syndrom, das besonders noch am Fieber, das kann durch eine Impfung sogar ein Fieber ausgelöst sein. Also eine Impfung kann eine Nebenwirkung haben, kann einen Fieberanstieg haben und plötzlich kommt beim Fieber ein Krampfanfall. Das Kind hat aber einen Ionenkanaldefekt. So, Krampfanfall, Impfung, vielleicht eine Woche, drei Tage daneben und, na klar, die Impfung. Aber das ist ein Dravet-Syndrom. Besonders sogar durch Impfung und Fieber ausgelöster Ionenkanalproblem. Nächstes Kind, Mikrozephal, also zu kleiner Kopf, Sprachentwicklungsverzögerung, Entwicklungsverzögerung. Da, nach der ersten Impfung, plötzlich merkt der Arzt, dass der Kopf zu klein ist. Im Grund war er schon vorher zu klein. Das Kind hat eine Chromosomenstörung. Das heißt, also ein Stückchen vom Chromosom fällt dem Kind. Gut. Trotzdem, Impfschaden ist so. Die Impfung war in der zeitlichen Nähe. Kein freies Sitzen, kein freies Stehen, Muskelschwäche, da mit 2 Monaten, das erkennt man ja dann, wenn es mit 8 Monaten, 9, 7 Monaten nicht anfängt zum Sitzen. Irgendwann einmal, das Kind hat eine spinale Muskelatrophie, das ist eine ganz schwere angeborene Erstörung des vorderen Motorneurons. Das kann man auch molekular genetisch nachweisen, das können wir. Also das sind nur eine Reihe von Beispielen, dass man dort, das sind Personen, die sind gekommen, die wollten die Impfen ausleiten und so und so. Und dann wir nehmen das ja auch sehr ernst. Und trotzdem muss man immer differenzialdiagnostisch schauen, was hat denn das Kind auch. Und dann kommt man auf die spinale Muskelatrophie. Das sind ja nur 3 Beispiele, wo ich also sagen möchte, Beginn von angeborenen genetischen Erkrankungen, die Routineimpfungen fallen damit zusammen. Und das Kausalitätsbedürfnis ist sehr groß. Alles, und das sind, rechnen Sie sich aus, 5%, 3%, das sind viele, viele, viele Kinder, die krank werden. Und jetzt sage ich Sie, die auch ohne Impfung krank werden. Das muss ich an der Stelle sagen, als ein Teil des Problems. Es gibt natürlich Impfnebenwirkungen mit einer Rötung, am Fieber, es gibt sogar eine Impfentzündung. Also ich würde es ja gar nicht als wegdiskutieren, aber das ist auch ein Riesenproblem. Also Impfungen haben nachweislich zu keiner Vermehrung von Allergien geführt. Wenn da jemand das mir anders belegt, dann gibt es viele Studien. Es gibt den Herrn Professor Zenz aus Graz an der Kinderklinik,
der hat alles belegt, da kann man es diskutieren, das mache ich heute mit Sicherheit nicht. Sie haben nicht zu Allergien geführt. Ganz eindeutig, die Allergien sind zu viel Hygiene ist ein Problem. Ja? Sie kennen die Bauernhofarbeiten, wenn wir heute zu sauber haben und in den ersten 6 Monaten nicht mit dem normalen Umweltschmutz in Kontakt kommen, dann haben wir ein Problem. Das ist unser Problem, nicht die Impfung. Also bei der Allergie ist das sonnenklar. Aber es ist nur ein Beispiel. Impfungen sind zeitlich assoziiert mit dem Auftreten von angeborenen Krankheiten in den ersten Lebensmonaten und werden damit kausal assoziiert. Das habe ich Ihnen zuerst erklärt. Der Schaden durch Nichtimpfen ist größer als vermeintliche Impfschäden. Das kann ich nur sagen aus meiner Sicht. Ich habe also in den 16 Jahren Salzburg, vorher Innsbruck, 13 Jahre Graz, gibt es dokumentierte Impfschäden, also das ist bei mir in Graz, in Salzburg sowieso null. Dann gibt es die Situation, na, welche Kinder sind gekommen, waren nicht geimpft, waren auf der Intensivstation und haben einen Schaden und sind gestorben. Oder, also das muss man schon einmal auch dagegenhalten und wir tun das ja nicht mehr an die Öffentlichkeit bringen. Das ist ja nicht der Sinn. Aber ich sage nur, der Schaden durch Nicht-Impfen ist größer als vermeintliche Impfschäden. Auch da möchte ich jetzt nicht weiter diskutieren, sondern ich sage das einmal so, wie ich alle anderen Sachen sage vom heutigen Abend. Jetzt die Infektanfälligkeit. Ich muss Sie bitten, da kommen die Leute zu mir und fragen, Herr Professor, mein Kind ist infektanfällig, was machen wir? Meine Tipps, das sind Tipps. Gesunde Ernährung, stillen ist wichtig. Das ist nämlich schon immer noch das Beste, wo man auch die Immunglobuline und auch viele Abwehrstoffe mitbekommt. Also das bringt die Flaschennahrung nicht zusammen. Vitamin, Obst und Gemüsereich, das ist ganz klar. Das, was für Erwachsene gilt, gilt auch für die Kinder. Wir haben hier rotfasrige Fleischsorten, die wichtig wären ab dem Halbjahr für den Eisenstatus. Dann warm, kalt, ich halte das für wichtig und gut. Also da ist der liebe Herr Kneipp einer, der das sehr, sehr, das kann man beim Kind langsam beginnen, aber der Wechsel warm-kalt stimuliert die Lymphozyten, bringt die Infektabwehr nach vorne. Es ist die Frage, ob die Probiotika mit den Lactobacilli verschiedener Art, Joghurts und so weiter, wirklich die Immunabwehr stimulieren. Da gibt es ein paar Studien, dass nicht jeder Lactobacillus gleich gut, aber immerhin. Manchmal den HNO-Bereich untersuchen, ich kann Ihnen sagen, die größten Probleme, die ich bei Kindern in den ersten 3, 4, 5 Jahren habe, ist, weil sie enge anatomische Verhältnisse haben, weil die Nasenatmung oder die Rachenmantel so groß ist, dann sind sie behindert, dann verstopft es, dann gibt es da Bakterien. Also so die richtige Krux, die hat man manchmal mit Kindern, die da zu sind. Und da kann es hilfreich sein, dass man dort adenotomiert mit 5 Jahren, dass man das freier macht und dann sind sie in der Schule frei und haben eine große Erleichterung. Es sind wenige Kinder, aber der HNO-Bereich kann ein Hund sein. Also ich sage mal, kann man auch Fieberschübe haben, weil einfach latent die Tonsillen behandelt sind. Nicht immer Antibiotika und Schleimlöser. Schlimmste ist, wenn man die sogenannte Bronchitis mit einem Antibiotikum behandelt und mit einem Schleimlöser. Das Inhalieren ist viel besser und da braucht man schon Beratung. Es ist immer nur so verbreitet, dass man sehr schnell Schleimlöser, Antibiotikum gibt. Dabei braucht man das gar nicht. Das Durchmachen von Infekten halte ich auch für physiologisch. Also ich würde nicht sagen, jede Krankheit, die das Kind haben kann, muss man jetzt impfen und dann haben wir keine Krankheiten mehr. Das ist nicht das Thema. Ja? Also die normalen Infekte, die ganz wenigen Infekte, wo man impft, ist nicht das Thema für 6-mal im Jahr Rhinopharyngitis. Das haben die Kinder. Die sind jetzt bei mir im Krankenhaus und dann ständig, alle 2 Wochen kommen die oder haben ein Problem. Das sind die vielen Krankheiten, die man eh nicht verhindern, wo die Kinder ihre Immunabwehr aufbauen. So, jetzt kommt die Bindung. Das ist das wichtigste Thema. Woher beziehen wir, Sie und ich, die Kinder, unsere Kinder, die Energie zum Leben? Und ich habe den Antrittsvortrag vor 16 Jahren gehalten, wie ich nach Salzburg gekommen bin, an das Kinderspital. Und ich möchte sagen, Bindungsverhalten, Bonding, Ganzheitlichkeit ist mir als Kinderarzt ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und was meine ich damit? Das eine ist, der Hans Meyer hat sich heute habilitiert. Der hat das sind Mitochondrien und das ist unser Forschungsgebiet. Ist die Zellverbrennung, das ist der Zellofen. Und da sehen Sie, das kann man nicht erkennen, aber das sind die Nahrungsbestandteile, Fett, Eiweiß, Kohlenhydrat, das wird da verbrennt und da entsteht ATP. Und Sie brauchen ATP zum Leben, das ist die Lebensenergie. Das ist das Feuer, wo der Zellofen brennt. Ja? Das ist
Ganz wichtig, sonst leben wir nicht, sonst funktionieren die Zellen nicht. Das ist ein Rezeptor, nur als Beispiel. Aber das sind für mich Beziehungsrezeptoren. Das ist nur ein Bild für einen Rezeptor. Und die Lebensenergie kommt auf einer anderen Seite auch woher. Ich lebe ja nicht nur vom Brot allein, ja? Sondern man braucht ja woanders auch noch eine psychosoziale, seelische Energie. Und diese Energie ist aus der Bindung, aus der Beziehung auszuholen. Also für eine ausgewogene psychosoziale Entwicklung ist ein Umfeld mit gesunden Beziehungen notwendig. Die Lebensenergie aus Beziehungen. Und es gibt das biopsychosoziale Modell und wir haben an unserer PMU jetzt einen Universitätslehrgang, den machen wir zusammen mit dem Professor Fischer, mit dem Herrn Wald, unserem Neonatologen. Frühe Hilfen, die frühen, den Start, alles was ihnen heute sagt, das wollen wir schulen. Wir wollen die Leute kompetent machen, dass man in der Schwangerschaft und nachher in den ersten Lebenstagen in verschiedenen Berufsgruppen den Kindern optimal helfen kann. Das biopsychosoziale Modell heißt ja Körper, Psyche, Seele, soziales Umfeld, ist ja mehrdimensional. Beziehungsverhalten kommt aus Bindungsverhalten und die Rezeptoren müssen gebildet werden. Und das ist in der Biologie so, aber es ist auch beim Menschen so, wenn wir jetzt das Kind sehen, wenn es neugeboren ist und sie kriegen keine Bindungsrezeptoren. Zuwendung, Gefühl des Angenommenseins und der Geborgenheit, das ist einmal das Erste. Das Kind kommt zur Welt und es kommt in unterschiedlichen Situationen zur Welt. Der Beginn der Schwangerschaft, das Bonding ist etwas, was von den Eltern kommt, das Neugeborene hat ein Bindungsbedürfnis und das Interessante ist, das gebundene Kind ist auch bildungsbedürftig, erkundungsbedürftig. Nur das, was zu Hause ist, kann es auch wieder weg und interessiert sie. Das heißt, ganz problematisch ist natürlich, wenn ich ein Bindungsmuster selber habe, das nicht gepasst hat. Also ganz interessant, es gibt viele Untersuchungen, die sagen, das, was ich einmal erlebt habe, als Mutter, als Vater, das spült sich dann bei meinem Kind wieder ab. Und es gibt verschiedene Bindungstypen, wenn man das so studiert und anschaut. Es gibt die sichere Bindung, das ist die Mehrheit. Es gibt eine unsicher vermeidende Bindung. Also da kommt das Kind dann weg. Und normalerweise ist, wenn das Kind wegkommt, schreit es und kommt und lässt sich kurz beruhigen und ist wieder alles okay. Bei der unsicheren, vermeidenden Bindung kommt das Kind weg, das schreit nicht und kommt her, also das ist irgendwie teilnahmslos. Und bei der unsicher, zwiespältig ängstlichen Bindung, da kommt das Kind zwar weg und schreit, kommt aber bleibt schreiend. Also das ist ein bisschen vereinfacht gesagt, aber es gibt unterschiedliche Bindungsmuster, so wie ich mit meinem Kind umgehe. Und es ist nicht uninteressant, dass man da ansetzt, dass man da auch was lernt, dass man sich da beurteilen lässt, dass man da kritisch ist. Dass man nicht sagt, okay, man ist eh schon super, weil man ja gar nicht einmal weiß, wie die eigene Situation war. Und jetzt kommt das die größte Angst, der Herr Kollege Prisch in München hat ein eigenes Buch geschrieben, zeige ich Ihnen auch noch am Schluss. Die meiste Angst in Deutschland, in Österreich weiß ich es nicht, aber wenn die fragen, na, die Deutschen haben Angst, dass sie ihre Kinder verwöhnen. Na, wie kann ich vermeiden, dass ich mein Kind verwöhne? Und das hat mich überrascht. In Wahrheit kann man die Kinder verwöhnen. Ich sehe das im Krankenhaus unglaublich, die 14-, 15-Jährigen, die auf der Psychosomatik sind. Aber ich sage Ihnen das jetzt. Das Beziehungsdreieck ist Ihnen ja bekannt. Lieben und anerkennen ist einmal Grundvoraussetzung. Und wir lieben unsere Kinder, wir anerkennen sie, wir hegen sie und wir fördern und stimulieren sie. Ja? Aber irgendwann einmal kommt auch das Grenzensetzen. Und das ganze Grenzensetzen in diesem Dreieck, in diesem Karussell, ja, das beginnt sicher nicht in der ersten Lebenswoche. Da kann man keine Bindungsrezeptoren ausbilden. Also es wäre verrückt, das Kind kann schlafen lernen und da geht man ein, lässt das Kind schreien, bis es einfach erschöpft da liegt. Und ja, also das ist unrichtig. Das ist zu früh und falsch. Ich brauche ein Kind mit 3 oder 4 Monaten abstillen und schreien lassen. Das ist irgendwie, also das ist alles falsch. Ja. Aber wenn sie nie die Grenzen setzen, wenn es das nie gibt, ja, dann machen sie auch was falsch. Also mit 14 Jahren auf der Psychosomatik bei mir sitzen Eltern und sagen, ich habe immer alles richtig gemacht. Ich habe geliebt, ich habe gefördert, ich habe geliebt und gefördert, Entschuldigung, ich habe alles gemacht für mein Kind. Jetzt das bitte nur zum Thema Rezeptoren aufbauen, Bindungskapazitäten schaffen, das Kind sicher werden lassen und irgendwann, wenn das Kind sicher ist, muss es einmal lernen, jetzt kommst du mal weg, jetzt kommst du wieder. Und dann gibt es so den Wechsel.
Und dieses Grenzensetzen ist nicht einfach. Das muss man gemeinsam sein, da muss man Linie haben, da muss man auch einen Konsens haben und da muss man das Kind feinfühlig kennen. Das ist aus der Psychosomatik-Erfahrung. Das habe ich gelernt von unserem Psychologen, ganz simpel. Das ist eine Familie, Vater, Mutter, Kinder. Das funktioniert, das ist ein Sozialverband. Die Gesundheit ist ja auch eine körperliche, psychische, seelische, aber auch soziale Gesamtheit. Das heißt also, ich bin nur gesund, wenn ich auch mich mit meiner Familie oder mit meinen Freunden gesund fühle. Also es gibt eine soziale Gesundheit. Jetzt, wenn die Broken-Home-Situation entsteht, dass irgendein Kind ausbricht, na, dann hat die Familie schon ein Problem, dann braucht es ein Familienmanagement. Die braucht keinen Psychologen oder einen Psychiater, aber sie braucht Beratung. Wie holen wir uns da wieder einer? Was machen wir da irgendwie falsch? Gibt es da ein Bindungsproblem, ein Beziehungsproblem und so weiter? Und das andere ist, was viel häufiger sogar ist, da bicken wir aufeinander. Auch das muss man im Familienmanagement, in der Beratung entflechten und einmal sagen, ja bitte, was ist denn bei euch, das jetzt somatisiert wird? Da wird ein Problem dann zu sehr körperlich genommen. Und da gibt es auch gute Beratung. Und ich will einfach nur sagen, wenn wir jetzt da zum Schluss kommen, diese Situation ist ja gar nicht einfach. Welches Familiengefüge ist so ideal? Also da fragt man sich, naja, wo dreht sich denn das Ganze drumherum? Also ich will da jetzt nicht weitergehen. Ganzheitlichkeit ist eine große Herausforderung. Was hält denn uns zusammen? Was ist denn der Sinn von mir? Und was gebe ich meinen Kindern weiter? Und darum möchte ich hier schließen. Die Kinder brauchen Spielräume, Freiräume, Psychotope. Das heißt, es braucht wirklich einfach einmal ohne Grenzen die Kreativität, aber es braucht auch Grenzen, Leitlinien und Vorbilder. Und ich hoffe, wenn ich da konkludiere, dass Sie mir heute Abend abgenommen haben, dass diese 1000 Tage wichtig sind, dass man sich Zeit nehmen muss, dass die 1000 Tage nicht vorbeigehen und Sie haben es übersehen. Nicht unterschätzen, dass man Kenntnisse braucht, weil eine Hörstörung, eine Sehstörung, also bitte gehen Sie zum Lassen Sie den Mutter-Kind-Pass, sage ich mal, machen. Frühes Erkennen von Krankheiten, wäre schlimm, wenn man das übersieht. Dann die Prägung für später, glaube ich, habe ich erzählt, immer mehr Thema fetale Programmierung, unglaubliches Forschungsgebiet, dass man das richtige Eiweiß gibt, die richtige Ernährung schon intrauterin anbietet, dass die Kinder so gut gedeihen, dass sie dann ein optimales Leben haben, Bindungs-, Bildungs- und Beziehungsverhalten und bei der Gesundheitsvorsorge KW-Internetwissen. Wahnsinn, wenn Sie da reingehen, in Google, alleine impfen, was auch immer, es ist nicht die Wahrheit, die dort abgebildet ist. Es ist einfach das Chaos, ja, in jeder Hinsicht. Wenn Sie heute hergehen und sich informieren wollen, dann müssen Sie sich selber auswählen, wenn Sie heute hierher kommen. Das ist eine Entscheidung, das ist schon eine Fokussierung, eine gewisse Richtung. Aber man kann sich das nicht selber alles nur anlesen oder ableiten. Natürlich ist es gut, wenn man sich informiert. Dann Elternschule bieten wir an. Wir haben draußen, die Frau Huber ist heute da, wir haben draußen Programme liegen. Wir haben extra die Elternschule aus dieser Vision gemacht, zu sagen, ja, wir wollen Eltern einfach helfen, wenn sie sich informieren wollen. Aber die Hebammen, die Kinder und die Hausärzte und viele andere, die sich für Kinder und Jugendliche und für Säuglinge, besonders, das ist mein Thema jetzt, interessieren, die sind natürlich auch zur Stelle. Die Elternschule, das ist das Programm, das Sie draußen finden, das ist bei uns im neuen EBZ da, gute, schöne, einladende Räume. Und das ist das tolle Buch vom Herrn Lago, vom Remo Lago, den ich sehr schätze. Ganz ein nüchterner Schweizer Kinderarzt mit einem großen Herz, die sehr viel Arbeit geleistet haben und die dann diese Daten der Vielfalt der Kinder auch ermittelt haben. Und der Herr Brisch, der sehr viel auch geleistet hat, schon so aus seiner Psychosomatik-Erfahrung heraus für die gesunde Bindung. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass Sie es mir persönlich abnehmen, was ich Ihnen gesagt habe. Ich stehe gern zur Verfügung für alle Ihre Fragen und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Professor Sperl, ganz herzlichen Dank für diesen eindrucksvollen Vortrag und auch für diese Bandbreite, die Sie hier abgebildet haben.
ich muss jetzt natürlich dazu sagen, beim selber Kauen ist unserer ganz weit voraus. Also das ist wirklich spitze, unser Enkel meine jetzt. Also, ja, das sind die kleinen Freuden. Wir haben jetzt gehört, dass Internet nicht immer hilfreich ist. Wenn Damen und Herren jetzt trotzdem am Internet sitzen und uns hier zuschauen, begrüßen wir die ganz, ganz herzlich, und Sie haben auch die Möglichkeit, sich mit Fragen an dieser Diskussion zu beteiligen. Sie haben neben dem Internetstream einen Button, wo Sie auch jetzt noch aktuell Fragen einschicken können, und einige liegen uns auch schon vor. Würde aber trotzdem vorschlagen, dass wir jetzt einmal so vielleicht einmal die ersten drei Fragen im Saal sammeln, damit wir wissen, wohin Ihre Interessen gehen, meine Damen und Herren, und damit wir diesen zweiten Teil, also diese zweite Dreiviertelstunde, Stunde maximal, jetzt gut in Ihrem Sinne nützen. Die erste Wortmeldung war, der war vielleicht noch hinter Ihnen. Okay, einmal, zweimal, ja, genau. Sitz erst und ist egal, ja, bitte. Wenn Sie vielleicht aufstehen, dann sehen wir Sie besser. Hirnsberger mein Name. Ich möchte Sie fragen, Herr Professor, und zwar zu den Impfungen natürlich. Wir haben da nur aufgeschrieben, die Nebenwirkungen nur von diesen beiden Impfungen, also die Sechsfachimpfung und die Masernrüttel-Mumps-Impfung. Nur das, was auf dem Beipackzettel steht. Ja? Und das habe ich mir aufgeschrieben. Das ist neben den lokalen Reaktionen. Kann das sein? Schrille Schreien, Autismus, Diabetes, Morbus Crohn, Multiple Sklerose, GBS, das ist die aufsteigende Lähmung, das Guillain-Barré-Syndrom, SIDS, also der plötzliche Kindstod, Asthma, Neurodermitis, Epilepsie, Fieber, Muskelschwäche, anaphylaktischer Schock, Gehirnentzündung. Das steht auf jedem Beipackzettel. Ja. Meine Frage ist jetzt, wie möchten Sie wissen, wenn das Kind mit 3 Monaten schon geimpft wird, ja, wie möchten Sie wissen, ob das ein angeborener, also ein genetischer Defekt ist oder ein Impfschaden? Wie können Sie das beurteilen? Okay, ja, danke für die ganz klare Frage. Geht Ihre auch in die gleiche Richtung? Dann nehmen wir Sie gleich dazu, bitte. Ja. Mein Name ist Kortiel. Ich möchte gleich hinten nachfragen, und zwar gibt es eine größere international anerkannte Studie, die eben, weil Sie eben gesagt haben, Sie sind Spezialist für angeborene Störungen, die eben diese angeborenen Störungen bei Kindern untersucht, die völlig ungeimpft sind, im Vergleich eben zu den anderen normalen Kindern, die ganz normal durchgeimpft sind. Auch eine klare Frage gibt es jetzt. Ja, zudem, das ist ganz gut, glaube ich, wenn wir das jetzt im Paket behandeln. Das Mikrofon ist dort, ja. Ja, zudem, zu den Nebenwirkungen hätte ich einfach die Frage, wenn in der Familie schon Asthma, Epilepsie und Morbus Crohn besteht, also direkt in der Familie, ob das Risiko dann höher ist bei den Nebenwirkungen. Okay, gut, dann ist es, glaube ich, sinnvoll, die Fragen jetzt zu beantworten. Ich muss jetzt mal sagen, wenn ich manchmal Beipackzettel lese, ich mache es, brauche Gott sei Dank nicht so oft was, aber das ist auch natürlich immer schrecklich. Also das ist leider, also auch bei ganz anderen Medikamenten. Aber soll jetzt keine Antwort drauf sein. Gibt es eine Möglichkeit, angeborene und genetische Krankheiten, Sie meinen jetzt im Voraus sozusagen, zu unterscheiden, oder wie haben Sie das? Ja. Mit 3 Monaten, die Sechsfachimpfung. Das soll ja eine Nachahmung der Natur sein. Ja. Eine Sechsfachkrankheit, ja. Gibt's ja. Ja, okay. Also warum, die Frage ist eigentlich, warum sechsfach, oder? Nein, ich habe schon, okay. Hab schon verstanden. Schauen Sie, also noch einmal, es gibt eine Fülle, kann auch auf impfnebenwirkungen.de verweisen, wo Sie dann im Detail lesen können und so versuchen, sich noch weiter zu informieren. Aber ich verstehe das ja, dass Sie sagen,
ich nehme den plötzlichen Kindstod her. Ja. Der plötzliche Kindstod steht drinnen, ist ein Beispiel. Ja. Ich habe plötzlichen Kindstod studiert, ich habe in Innsbruck epidemiologische Studien gemacht, ich habe da Vorsorgeprogramm eingeführt. Der plötzliche Impftod und die Impfung hat keine Assoziation. Ja. Ich sage jetzt nur, obwohl es als Nebenwirkung drinsteht. Ja. Es gibt ein paar andere Sachen, die sind studiert. Und jetzt bitte fragen Sie mich nicht, weil jetzt müssen wir dann eine Impfindustrie da haben und dann Herrn Zenz, warum die das trotzdem einschreiben. Wahrscheinlich schreiben die alles ein, damit sie von vornherein irgendwie abgesichert sind. Keine Ahnung. Ja. Aber nur die Verunsicherung durch sowas ist massiv. Ich verstehe sie. Ja. Wenn Sie das alles lesen, müssen Sie sagen, das kann alles kommen. Und dann sagen Sie, Herr Professor Sperl, warum kann das nicht kommen? Ich kann nur sagen, der plötzliche Kindstod hat keine Assoziation. Ja. Einzelstudien, viele, da kenne ich weltweit viele Sachen, keine Assoziation, was auch für uns eine wichtige Frage war. Genau mit 2, 3, 4 Monaten, da sterben die Kinder, kann ja die Impfung eine Belastung sein, ja, ein Auslöser sein und gerade dann könnten die Kinder um 1 zu kriegen und dann sterben sie. Wäre Wahnsinn, dann müsste man auch später impfen, ja, nicht in diesem kritischen Fenster. Also Kindstod ist nicht. Dann gibt es noch ein paar andere Beispiele wie Autismus und verschiedene Sachen, die kann man aber in Einzelstudien rausnehmen. Ich kann Ihnen aber nicht die ganze Impfnebenwirkungspalette widerlegen, das kann ich nicht. Aber Sie müssen mir glauben, dass so Einzelnes, was trotzdem drinsteht, in keinster Weise, nicht irgendwie, ja, null assoziiert ist. Das ist auch meine Erfahrung über die, weiß nicht, 25 Jahre. Diese zweite Frage über angeborene Störungen von der Dame, ganz kurz, Sie haben gesagt... Genau. Nur ungeimpfte Kinder zu angeborenen Störungen. Das ist deswegen überhaupt keine Frage, weil angeborene Störungen genetisch bedingt sind. Ja? Das heißt, wenn ich heute eine chromosomale Mutation habe oder einen genetischen Defekt, ja? Ich meine, die Studie gibt es nicht, weil die Kinder werden alle geimpft. Aber oder die werden nicht geimpft. Ja? Aber verstehen Sie, noch einmal, wenn ich heute eine Mutation habe, dann ist diese Mutation vom Krankheitswert so groß, dass die Frage, ob geimpft ist oder nicht geimpft ist, für diese Krankheit keine Bedeutung hat. Maximaler Auslöser, also zum Beispiel Dravet-Syndrom ist es schon so, kommt die Impfung, dann kommt es zu einer Impfreaktion, es gibt ja mal ein Fieber, jetzt kann dieses Fieber was auslösen, ja? Aber das könnte auch ein Virusinfekt auslösen. Also, dass eine Impfung was auslösen kann, schon. Aber wenn Sie sagen, angeborene Störungen, ich würde eine Studie nicht sinnvoll finden, dass man jetzt im Idealfall keine geimpften Kinder hätte und schaut, ob angeborene Störungen weniger kämen. Also aus meinem Verständnis her gibt es die angeborenen Störungen so oder so, weil sie in den Genen verankert sind. Bitte. Ja, ganz kurz. Aber Sie haben es verstanden, oder? Nein, das ist eine Frage der Genetik. Also da müssen wir uns noch unterhalten, da könnte ich Ihnen erklären. Also genmanipuliert und genetische Defekte, oder nein. Was ein heikler Punkt ist, ist nicht genetischer Defekt, sondern wir haben ja alle genetische Prädispositionen. Wir sind ja genetisch nicht nur defekte Menschen, sondern wir haben Neigungen und weniger Neigungen und da kann ich nichts sagen. Also wenn ich eine Veranlagung habe, die ich nie kriegen würde und jetzt wäre ich geimpft, dann könnte eine Impfung eine Veranlagung zum Auslösen bringen. Aber das kann alles andere auch machen. Ja? Nur vom Impfverständnis her, wie in einer Sandkiste, da ist ein Sand und jetzt komme ich plötzlich mit so einer Kuchenform und drücke da was rein. Für mich, Metaboliker, Stoffwechsler, ja, was macht die Impfung? Die macht einen Imprint, ja, und nicht eine Toxizität, die stoßt dann kein Gen an. Also ich verstehe es nicht. Ja? Es ist unverständlich, aber natürlich ist die Angst vor Krankheiten da und auch die Assoziation mit Impfungen, das ist kein Thema. Ja. Gut, die dritte Frage war, glaube ich, Asthma, wenn schon vorhanden in der Familie, ist dann ein erhöhtes Risiko? Nein. Also wir impfen alle Kinder, ist völlig unabhängig vom Asthma. Im Gegenteil, es gibt Studien, die sagen, dass Kinder, die geimpft sind, also mit einem Allergierisiko oder gerade mit Asthma, keine Assoziation haben. Also wir impfen da alle Kinder und das ist europaweit so. In Deutschland, in Amerika, das ist kein Ausschlussgrund. Ja. Eine Frage von Frau Lüftnecker, die sie online gestellt hat. Ist es richtig, dass man Impfnebenwirkungen mit Homöopathie bekämpfen kann, beziehungsweise vorbeugen kann, in dem Fall mit Globolituja D12?
Wenn ja, wie viel? Also, machen kann, aber prinzipiell kann das sinnvoll sein. Ja, also ich glaube schon. Also wenn ich heute eine Fieberreaktion habe, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich das mit einem homöopathischen Mittel irgendwie abfangen kann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man beispielsweise sogar einen Ausbruch eines Fiebers vielleicht ein bisschen abdämpft. Ich kann das aber vom Globulin nicht sagen und auch von der Dosierung nicht. Aber das ist ja das Prinzip der Homöopathie, dass man irgendwelche Symptome in irgendeiner Art und Weise in der Balance hält, ja, und dass man das als Adjuvans macht, das ist auch für uns im Krankenhaus kein Thema. Ja. Also das kann ich mir vorstellen. Muss man aber einen Spezialisten bei den Potenzierungen fragen und bei den einzelnen Mitteln. Okay, gibt es zu dem Bereich noch Fragen? Bitte. Entschuldigung, warten Sie auf. Ja, danke. Mein Name ist Lebka. Warum muss das eine Sechsfachimpfung sein? Es gibt zum Beispiel in Deutschland eine Dreifachimpfung. Warum müssen da so viel auf einmal? Also, ich sage es Ihnen, wenn ich jetzt die Meningokokken, die ich angedeutet habe, es kommen wirklich die Meningokokken mit dem totalen Spektrum. Ja. Und ich hätte Masern, Mumps, und ich bin kein Impfexperte, aber dann würde ich noch 6 und 2 sind 8 und 1 ist 9 und ich würde die Kinder einmal impfen mit 9 und hätte und würde sie mit, also mein Ziel wäre ein Stich und fertig, geht nicht, ja, weil es braucht ja Schritte des Boosterns und so weiter. Nur, dass Sie verstehen, ich habe keinerlei Bedenken, wenn man jetzt mehrere Kombinationen nimmt. Es ist natürlich ein Unterschied, ob jetzt beim Rotavirus muss man beispielsweise eine Schluckimpfung machen. Aber ich sehe keine, wenn ich jetzt 5 so Kuchenformen in den Sand presse, sehe ich kein Problem, ob ich jetzt 3 oder 2 oder eine. Es ist keine Mehrbelastung. Auch die Immunreaktion des Kindes ist nicht mehr belastet. Also da gibt es ja einige Untersuchungen. Das heißt, die Denke, dass man mehr hineinpackt und weniger Eiweißstoffe nimmt, ich habe Ihnen erzählt, da hat man früher mehr in den alten Impfstoffen mehr gehabt und jetzt hat man weit weniger. Das ist einmal die Denke. Ich bin aber kein immunologischer Spezialist, das sage ich Ihnen. Und ich meine, wenn es ein Vorteil wäre, dass man dreifach impft und dann ein späteres Mal die Kinder dann ein anderes Paket dreimal, dann würde man das auch machen. Also aus meinem... Ich verstehe Sie. Ist ganz verständlich, wenn das so eine Wirkung wäre, dass man sagt, jetzt kriegt es mehr Viren mit und eine heftige Reaktion, man muss zugleich gegen 6 Krankheiten sich aufstellen und das ganze Immunsystem muss jetzt mehr arbeiten, dann ist ja mehr Belastung zum kritischen Zeitpunkt. So ist es nicht. Ja? Weil wenn jetzt diese immunkompetente Zelle sich 6 Sachen merkt, fotografiert 6 Sachen und sonst fotografiert es 9 Sachen und sonst eine Sache. Ja? Also das ist, so ist die Idee der Immunkompetenzbildung. Ja? Okay, bitte. Ja, mein Name ist Eisel, ich bin Mutter von 3 Kindern zwischen 19 und 9 Jahren alt. Sie sind alle geimpft und ich empfinde es jetzt im Nachhinein als meinen größten Fehler, den ich in meiner Erziehung und in meiner Vorsorge für die Kinder gemacht habe. Ich habe nämlich ein Kind, meine 19-jährige Tochter, ist so ein nicht existenter Kollateralschaden von einer Impfung, von welcher weiß ich nicht. Ich habe jetzt ja gerade gehört, die hat das alles schon vorher gehabt. Ich habe mich jetzt 7 Jahre leider viel zu spät, als dass ich wenigstens meine 2 jüngeren Kinder nicht mehr impfen hätte lassen, mit Impfungen beschäftigt, 7 Jahre lang. Ich habe nicht nur im Internet recherchiert, sondern ich habe auch Bücher gelesen. Sämtliche dieser Bücher sind von hochkarätigen medizinischen Personal, Ärzten, wie Sie einer sind, Mikrobiologen, Internisten. Ich denke mal, wenn Sie das jetzt so ganz generell einfach abtun, dass das, was man im Internet von anderen Kollegen liest, dann finde ich das eigentlich an Zynismus nicht mehr zu überbieten. Also meine Tochter hatte nach den Impfungen alles Mögliche, dick geschwollene Impfstellen, heiß, Ausschläge, Fieber, schrilles Schreien, nächtelang. Ich war leider nicht informiert drüber. Immer war es irgendwas anderes, es war immer normal und alles war im Rahmen, wie es eben für Impfungen ist. Und jetzt haben wir schon alles an Diagnosen hinter uns, von spinaler Muskelatrophie, spinaler Muskeldystrophie. Sie hatte alles an genetischen Untersuchungen bis in die Schweiz.
Und die nächsten Untersuchungen müssten in Amerika gemacht werden, wurde uns gesagt, wir lassen das nicht mehr machen. Auf jeden Fall, inzwischen ist es eine atypische, progrediente Neuropathie. Das ist so gut wie keine Diagnose. Und ich denke mal, es gibt den Dr. Paul Hartmann, der jahrzehntelang Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts war, der ein Buch geschrieben hat über die Impfschäden und dass das System nicht funktioniert, mit dem Impfschäden gemeldet werden, dass er 95% der Impfschäden nicht gemeldet werden und die anderen 5% sind von den Pharmafirmen gemeldet. Und das Koch-Institut in Deutschland ist ja auch nicht gerade das Institut, das die Impfungen nicht so durchwinkt. Da gibt es Aussagen, dass es absolut nicht eine einzige, weltweit nicht eine einzige Studie gibt, Wirksamkeitsstudie von Impfungen, die nicht von Pharmafirmen gemacht werden. Freisel, ich muss Ihnen sagen, Sie werfen sich so ins Zeug jetzt, wie ich mich ins Zeug werfe. Ich als Person. Die Amerikaner haben 59, 60 haben es 500.000 Masernfälle gehabt und ein Jahr später 115. Also die Wirksamkeit, dass man von 500.000 Masernfällen auf 100 zurückgeht und die Masern eradiziert, ist, da braucht es keine Pharmastudie. Das heißt, das, was Sie sagen und was auch teilweise ich gelesen habe und was auch verbreitet wird, ist sehr, sehr stark auch emotional gefärbt. Sie haben viele Dinge, beispielsweise ganz was Trauriges, dass Sie ein Kind haben, wo Sie keine klare Diagnose haben. Und ich bin ein Spezialist auf dem Gebiet. Und Sie müssen schon verstehen, dass 50%, also ein großer Schmerz, den wir haben, an Diagnosen bei behinderten Kindern möglich ist. Wir sind Kriminalisten, wir suchen wie die Blöden, ja, dass wir irgendeine Diagnose finden, weil nur mit der Diagnose haben wir auch eine ganz andere Sicherheit zu sagen, das ist jetzt beim behinderten Kind. 50% der behinderten Kinder grundsätzlich sind unklar. Da können sie nach Zürich gehen und nach Amsterdam weltweit. Das ist ein Riesenproblem, wenn ein Kind nicht ganz normal ist. So. Tut mir wirklich leid, ich weiß nicht, ob Sie bei uns an der Klinik mit abgeklärt worden sind, ich würde Ihnen das gern anbieten, zu sagen, gibt es noch eine Chance oder was auch immer. Ich habe Diagnosen gestellt nach 5 oder 6 Jahren, weil wir dran geblieben sind und molekular immer wieder nachschauen und Klärungen bringen. Aber es ist ein Leid, nicht zu wissen, was das Kind hat. Aber Sie haben eine Verantwortung hier. Sie stehen auf und proklamieren etwas, was gegen die Impfungen ist und was aus meiner Sicht unverantwortet abgeleitet wird. Dass Ihr Kind das heißt, keine Diagnose hat, heißt nicht, Kollegen, dass Ihr Kind durch eine Impfung geschädigt worden ist. Das heißt es nicht. Und die vielen Leute, die impfen und für ihr Kind das Beste tun, und dann gibt es jetzt diese Aggressionen der Ärzte, die sagen, Kinder haben das Recht. Die WHO sagt, nicht impfen ist Kindsmisshandlung. Also in das Thema gehe ich gar nicht rein. Ich persönlich habe Leute, die zu mir kommen und beraten werden wollen. Ich zwinge niemanden zum Impfen. Ja, aber herzugehen, ja, und die Errungenschaften, die wir haben, also das ist ja auch die Frage der Herdenimmunität. Ja, wir impfen da und die meisten werden geimpft und damit haben wir einen Schutz. Alle miteinander haben einen Schutz. Und jetzt geht es los, weil man nicht ableiten kann, weil man kausal das begründet. Und diese ganzen Dinge, ich bin wirklich bereit, Rede und Antwort zu stehen, der Herr Zenz auch. Also da gibt es schon Leute, die da, weil sie sagen, keine Studien und so. Das muss man dann im Einzelfall schon machen. Es gibt viele Ärzte, ja, die nicht unbedingt, und Sie wissen das, jeder Akademiker ist in sich wieder ein eigenes Kapitel. Und ich rede von mir, so wie Sie gesagt haben, Sie reden, ich glaube Ihnen, bitte glauben Sie mir auch, ich kann da nur diese Aussage treffen, aber nur weil ein Akademiker oder irgendwer irgendwo was sagt, ist es noch lange nicht immer nur die Wahrheit. Und das ist auf beiden Seiten so. Ja? Also wenn das jetzt für das Impfen oder gegen das Impfen oder wie auch immer man das proklamieren muss. Man muss sich da im Detail auseinandersetzen. Also ich glaube, man muss schon auch den Weg in der Mitte finden. Es gibt sicher Impfnebenwirkungen, es gibt Impfkomplikationen, es gibt Impfkrankheiten, es gibt sicher auch anerkannte Impfschäden, aber man muss das seriös machen. Bitte. Ja, mein Name ist Fuchs Haverl. Ich bin auch eine Mutter von einer Tochter, die nach der ersten Impfung schrill geschrien hat, stundenlang. Ich habe das Glück gehabt, dass der Kinderarzt gesagt hat, ich soll sie nicht mehr impfen. Wenn es sein Kind wäre, würde er es nicht mehr impfen. Also so viel mal zur Information. Und meine Frage an Sie wäre, wie Sie es erklären können, dass in den Impfungen Inhaltsstoffe enthalten sind, die zum Beispiel in Baumaterialien verboten sind, Formaldehyd zum Beispiel, und kleinen Kindern geimpft werden. Schauen Sie, das schrille Schreien und das Schreien beim Kind ist
eine mögliche Impfkomplikation oder hat was anderes zu tun? Ich kann es nicht sagen. Also das ist akzeptiert. Ja? Der Formaldehyd ist physiologisch in der Ernährung. Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben, weil diese Fragen sind ja Standardfragen. Ich weiß nicht, um wie viel mehr Formaldehyd in der normalen Nahrung ist, als in einer Impfung drinnen ist. Also der Formaldehyd, es ist, bitte vergessen wir das, es ist keinerlei Toxizität durch diese Impfbeiprodukte. Ich kann nicht mehr sagen, 1500 Mikrogramm pro Person pro Tag und 5 Mikrogramm ist Impfstoff drin, das wird ja so verdünnt. Und immer wieder dieselben Argumente, immer wieder, überall und immer wieder. Bitte lesen Sie das nach. Am liebsten würde ich das zeigen. Impfnebenwirkungen.de gibt es in Deutschland eine ganz gute Serie und da kann man das nachlesen, was also mit diesen Fragen immer wieder kommt. Also wir vergiften doch keine Kinder weltweit. Und das sind ja weltweite Pharmakovigilanzstudien, das sind ja nicht irgendwelche nur Pharmaindustrie-Geschichten und ich bin ja nicht von der Pharmaindustrie da getriggert, nur dass ich irgendwas verkaufen würde. Das ist doch bitte das andere Extrem. Also der Formaldehyd ist kein Thema. Gut, die Dame da vorne bitte und dann noch Sie. Darf ich fragen, wie viel insgesamt zum Impfen noch im Raum steht? Nur damit wir ein bisschen eine Zeiteinteilung haben. Okay, bei Ihnen? Moment, bei Ihnen? Bei Ihnen? Okay, ja. Dann vielleicht, wenn Sie einverstanden sind, wir widmen dem Thema noch 10 Minuten. Ist das in Ordnung? Und dann, ich hätte nämlich hier auch Online-Anfragen über Ernährung und so. Können wir damit leben? Ja? Okay, gut, bitte. Mein Name ist Gerlinde Hoder. Ich habe eine Frage an Sie. Warum, glauben Sie, hat die Natur Kinderkrankheiten kreiert? Und jetzt bekämpft man sie mit Impfungen und außerdem in unseren Breiten, wir haben so einen Hygienestandard, dass all diese Sachen ja wirklich nicht mehr vorkommen. Also ich bin erschüttert, ich beantworte die Frage, aber ich bin erschüttert über die Situation, weil ich habe mich bemüht, Ihnen über wichtige Sachen in den ersten 1000 Tagen zu berichten, Dinge, die unsere Gesellschaft braucht. Ganz beim Thema, warum gibt es Kinderkrankheiten? Sie haben gesagt, es gibt Kinderkrankheiten, die sind gesund sozusagen und andere wie Keuchhusten. Aber ich darf sagen, Herr Bruckmann, ich darf weniger gesund. Ja, an der Stelle darf ich aber das schon sagen, weil jetzt kommen einfach die Fragen. Bleib ich beim Thema. Warum die Kinderkrankheiten sind Kinderkrankheiten? Masern? Ja. Die Frage ist klar. Ich weiß nicht, ob die Natur sie eingerichtet hat. Wir haben sehr viele Sachen wie den Krebs und sehr viele Leiden. Wir haben Krankheit, das ist in der Welt. Ob es die Natur eingerichtet, weiß ich nicht. Sie existieren. Und wir Ärzte sind dazu da, schwere Krankheiten, Tod und bleibende Schäden zu vermeiden. Es ist vermessen zu sagen, dass Masern eine banale Krankheit ist. Ist sie nicht. Wenn Sie Tausende von Masernfälle haben, haben statistisch gesehen SSPEs, behinderte Kinder und Sie haben Masern. Tote. Und bitte schauen Sie sich diese Statistiken für diese einzelnen Krankheiten an. Und das ist der Grund, warum wir durch Impfungen schützen. Gut, danke. Nächste Frage bitte. Sie waren schon, die Dame war noch nicht, glaube ich, oder? Ja, mein Name ist Datzl. Und zwar, es ist so, wenn ich richtig informiert bin, hat der Mensch eine Blut-Hirn-Schranke. Und zwar diese Schranke, die besorgt dann, dass ich, wenn ich jetzt als Erwachsener irgendwas Falsches esse, Gift in mir habe und so, damit das Gehirn geschützt ist. Wann macht, also ein Baby hat diese Schranke noch nicht ausgebildet, wann macht also jetzt diese Blut-Hirn-Schranke zu? Also wenn Gift ins Gehirn kommt. Und zwar, das ist deswegen meine Frage, denn es ist so, dass ich ja mit einer Impfung, wie gesagt, wie wir schon gehört haben, da Nebenwirkungen hineinbringe. Und jetzt kommt da dieser Cocktail bei den Kindern hinein. Und wenn jetzt dieser ganze Cocktail, der ja viel Mist auch drinnen hat, wenn der jetzt aber auch durch das Gehirn zirkuliert und nicht durch diese Blut-Hirn-Schranke abgefedert ist, weil ja beim Baby ist ja das noch nicht mit 3 Monaten, wenn ich da richtig informiert bin, warum impft man dann wirklich so früh? Warum wartet man nicht, bis dieser Giftcocktail das Gehirn nicht mehr angreifen kann?
Denken Sie mal dran, gut, an diese viele Die Frage Kinder. Ist ganz klar. Die Frage ist jetzt, ab wann gibt es die Gehirnschranke, Blutgehirnschranke? Ja. Lässt sich das beantworten? Ja, natürlich. Ja, also, wann gibt es die Schranke? Schauen Sie, die Blut-Hirn-Schranke ist eine Frage der Reife. Ein Frühgeborenes hat eine gewissermaßen unreife Blut-Hirn-Schranke. Das ist, wenn das auf die Welt kommt, mit dem gelben Blutfarbstoff, ja, die Gelbsucht, ein Thema. Da schauen wir drauf, dass der gelbe Blutfarbstoff nicht zu hoch geht. Das reife Kind hat eine dichte Blut-Hirn-Schranke unmittelbar in den ersten Lebenswochen. Das heißt, das ist mit Sicherheit, ja, außerhalb der Impfzeit, die Blut-Hirn-Schranke, wenn wir sie überwinden könnten, ja, wäre ein Riesenthema für zum Beispiel Enzymersatztherapien. Ich meine, ich kann jetzt, wenn es gibt heute Kinder, die neurologisch behindert sind, ja, die eine lysosomale Störung haben. Wenn man die Blut-Hirn-Schranke, weil sie eh noch so lange offen ist, bis 8 Monate, ja, so locker überwinden könnten, wäre das wunderbar für die Medizin, wenn wir genau diese angeborenen Krankheiten leichter überwinden könnten. Die Blut-Hirn-Schranke ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, ziemlich rasch und bald dicht ist beim reifen Kind. Beim Frühgeborenen ist es undicht und ist aufzupassen. Jetzt kommt aber der Punkt zu ihrem Giftgemisch. Um das Giftgemisch geht es. Es ist nur um die Hirnschranke gegangen. Ist die Frage beantwortet? Ja, es geht schon um dieses Giftgemisch, dann automatisch auch durchs Gehirn. Also das Gehirn wird auch damit versorgt. Jetzt müssen wir die Frage schon präzisieren. Ihnen ist um die Blut-Hirnschranke gegangen. Ja, natürlich, das ist schon richtig. Die Frage ist beantwortet. Ja. Phenylalanin kann nicht durch. Es gibt verschiedene toxische Substanzen. Ich bin Stoffwechselspezialist. Ja. Die gehen durch die Blut-Hirnschranke nicht durch. Beim 3-4 Monate, 2 Monate alten, weil die schon zu ist. Wir können sie nicht überwinden. Wir würden sie gerne überwinden. Jetzt zu Ihrem Gemisch. Das ist aus meiner Sicht eine Prägung, ein Foto von einer lymphatischen Zelle, die macht das fertig und das ist kein toxisches, das ist kein metabolisches Gemisch. Das ist ja keine Konzentration von irgendwas, was wie ein Gift herumzirkuliert. Aber okay, da haben wir ganz ein anderes Verständnis von den Mengen und von der Art, wie die Impfung, das ist ja keine Infusion von irgendeiner, von einem Cocktail. Gut. 1, 2, 3 und dann, okay. Bitte. Ich hoffe, ich kann wieder ein bisschen mehr zurück zur Infoveranstaltung mit meiner Frage. Wir sind ganz frisch gebackene Eltern und ich hätte auch eine konkrete Frage, aber jetzt nicht die Impfungen und auch diesen persönlichen Feldzug da gegen Pharmafirmen, was auch immer. Eine stillende Mutter, die Eisenmangel gehabt hat, ist das ein Problem während der Stillzeit, jetzt mit 5 Wochen alten Kind, da wieder Eisentabletten zuzuführen oder ist es besser, das über die Nahrung im Endeffekt zu machen oder jetzt einmal einfach ganz weglassen? Das Kind ist 5 Wochen alt. Da ist es kein Thema. Das Kind hat ausreichend Eisen. Das hat es alleine schon über das Blut bekommen. Ich freue mich über diese Frage, weil, also 5 Wochen, ja, altes Kind, hat ausreichend Eisen, weil es natürlich bis zu 6 Monate das Eisen hat, das durch den Abbau, ich habe es gezeigt, bei der Geburt kriegt es so ein Mitgift mit, also das Kind ist eisenversorgt. Jetzt, wenn die Mama einen Eisenmangel gehabt hat, dann kann die Mama sich wieder, das ist bei den Müttern öfters so, Eisen nehmen. Ja. Ich denke, wenn das Kind über die Muttermilch ein bisschen was mitkriegt, ist es kein Nachteil. Aber sie müssen jetzt nicht Eisen supplementieren wegen dem Kind, sondern sie können auf sich schauen. Das Thema ist eher dann ab 6 Monate, wenn sie weiter stillen würden und alleine ausschließlich stillen würden, dann wäre ihr Eisengehalt vielleicht dort der Thema. Aber ich denke, das Kind ist sicher. Ja. Und Danke. Sie gleichen ihren Eisen aus. Und wie ist generell Ernährung und Stillen? Welchen Einfluss hat definitiv Ernährung, wie die Mutter sich ernährt, auf das Kind dann durch die Muttermilch? Ja, ich meine, es gibt Substanzen, die sind blähend, es gibt eine ganze Fülle von Empfehlungen für die Stillende, aber ich denke, die Muttermilch wird so konstant produziert, ich meine, das hat natürlich auch ein bisschen Schwankungen im Fettgehalt, ja. Also ich glaube, da braucht es auch eine gesunde, ausgewogene Mischkosternährung mit einem ausreichenden Kaloriengehalt. Sie haben ja gesehen, 200 Kilokalorien in der Schwangerschaft, 600 Kilokalorien und die Schwangere, also Entschuldigung, die Mutter, die stillt, braucht auch mehr Kalorien. Also das ist dann schon ein eigenes Thema. Aber ich denke, eine ausgewogene Mischkost würde fürs Baby reichen. Also das heißt, Schokogüter. Ja, alles. Das heißt, sie die Milch wird super produziert.
Danke. Die beste Milchwurst. Gut. Würde da gerne eine Internetfrage anschließen von der Frau Veronika Einberger, die schreibt: Ich kenne ein Kind, das ein Jahr alt ist und fast ausschließlich nur von Muttermilch lebt. Es hat kaum Interesse an Zusatznahrung oder Getränken außer Wasser. Es trinkt alle 3 bis 4 Stunden an der Mutterbrust, in der Nacht sind die Abstände etwas länger. Es ist ein aufgewecktes, sensibles Kind. Was kann die Mutter in diesem Fall machen? Gibt es spezielle Tipps dafür? Soll eine Blutuntersuchung gemacht werden, ob das Kind irgendwo einen Mangel hat? Ja, also wenn ich das die Geschichte da höre, würde ich einen Fingerpicks machen, schauen, wie das Ferritin ist, wie das Hämoglobin, also ob da ein latenter Eisenmangel da ist. Das Kind kann nämlich so ein bisschen schlapp werden und man merkt es gar nicht. Sie sagt, es ist aufgeweckt, aber vom Appetitverhalten kann es durchaus sein, dass es da so in einen Mangel hineinrutscht. Also ich würde einmal einen Fingerpicks machen und schauen. Und dann natürlich einfach daran arbeiten, ob das Kind nicht doch irgendwie Lust bekommt, einmal neben der Mutterbrust auch Beikost zu schmecken und, sag einmal, sich langsam an was anderes auch noch zu gewöhnen, zur Mutterbrust dazu. Also ich glaube, das ist eine Frage der Beratung und da gibt es Ernährungsberatungen und Stillberaterinnen, die nichts anderes machen, als solchen Müttern zu helfen. Aber jetzt konkret in dem Fall Blutuntersuchung? Ja, dringend. Dringend. Bei 12 Monaten ausschließlich im Stillen, in so einer Geschichte dringend. Ich darf noch kurz die nächste Frage, die zur Ernährung geht, anschließen. Gerne würde ich wissen, schreibt Carina, ob ich meine 8 Monate alte Tochter richtig ernähre. Sie bekommt in der Früh ein Flascherl, vormittags, Mittag einen Apfel mit einem Stück Banane eventuell, auch mit Dinkelzwieback gemischt, nachmittags selbstgekochtes Gemüse und circa einmal die Woche das Gemüse mit Fleisch, abends und nachts jeweils wieder ein Flascherl. Könnte ich zum Beispiel Fisch statt Fleisch zubereiten? Ja. Also Fisch statt Fleisch, ja, man kann alles machen. Es ist irgendwie wichtig, also wenn ich das so höre, ist das okay. Ich tät sogar rotfasige Fleischsorten mehrmals, sie hat es gesagt, einmal in der Woche. Ich tät das im zweiten Halbjahr sogar öfters machen, wenn das Kind schon älter ist. Einfach um diese besondere Zeit, wo man Eisen braucht, ein bisschen zu im Auge zu haben. Aber das ist ganz okay. Apfel, Brei und einmal Fleisch dabei, wunderbar. Und stillen, ne? Oder eine Flascherl gibt sie. Fisch statt Fleisch, ja. Heißt ja. Das auch, dass also vegetarisch durchaus möglich ist? Also, dass man ganz auf Fleisch verzichten kann und Fisch, ich habe jetzt gerade gesagt, Fisch, ja. Sie kann es einmal austauschen. Natürlich kommt sie dann mit dem Eisen ein bisschen in die Enge, also wenn sie jetzt nur Fisch geben würde, ist nicht so viel, also das Eisen ist im rotfasigen Fleisch mehr drinnen, das heißt, ich würde sagen, Fisch dazu permanent austauschen und nur Fisch würde ich nicht empfehlen. Okay. Gibt es im Saal noch Fragen zur Ernährung? Bitte. Hallo, ich bin der Herr Wieser, ich hätte eine Frage, und zwar, weil Sie sagen, rotfasiges Fleisch. Kann man Händel auch geben oder ist das ja nichts? Nein, rotfasrig ist nicht, also rotfasriges Fleisch heißt, dass da Myoglobin drin ist und da ist mehr Eisen drin. Also ein faschiertes Rindfleisch hat mehr Eisen als ein Hühnerfleisch und ein Puttenfleisch. Das habe ich gemeint. Das ist natürlich für die Kinder, meistens ist das was Faschiertes, aber es ist die Frage von woher und ob ich nur eisenarme Fleischsorten nehme oder ob ich phasenweise ganz bewusst so ein Rindfleisch faschiertes mit hineinnehmen in die Kinderernährung. Dazu pürieren sozusagen. Ja, ja, freilich, also angepasst aufs Kind. Das ist nur rotfasrige Fleischsorten, ist gemeint eisenreiches Fleisch. Mhm, okay, danke. Okay. Was mich immer ein bisschen irritiert, ist das mit der Milch. Man sagt bis zu einem Jahr keine Kuhmilch. Ab einem Jahr die Kuhmilch, ich habe bis zu einem Jahr gestillt, meinen Sohn. Und dann war irgendwie in der Zwickmühle, was gebe ich? Die 2 Ernährungen sind voll mit Zucker, mit Haushaltszucker, mit Saccharose, wo ich meinen Sohn nicht damit ernähren will. Kuhmilch hat geheißen, die Allergie noch nicht. Also was gebe ich ihm? Er braucht Milch. Mhm. Also die Kuhmilch. Und dann habe ich, ja? Kuhmilch. Die Kuhmilch vor dem ersten Lebensjahr, das ist so Ernährungskommissionstext, bin ja auch da dabei. Es ist so, der Herr Kollege Ziegler, das ist ein Österreicher, der hat gezeigt, dass die Kuhmilch im ersten Lebensjahr bei den Darmzotten zu
so Reaktionen führt, da gibt es so ganz minimale Mikroreaktionen und die verlieren eher ein bisschen Eisen. Das heißt, die Kinder im ersten Lebensjahr, die richtige Kuhmilch kriegen, also von der gemolken, wollen wir sowieso nicht frisch haben, aber Kuhmilch, das daher gegen den Eisenmangel im ersten Lebensjahr nicht Kuhmilch, aber nachher schon. Ich sage Ihnen ganz offen, wenn das jetzt auch zwei Monate vorher schon eine Kuhmilch ist, wäre das kein Thema. Für Sie war ja die Frage stillen, ein Jahr, ja, und dann ja, welche Milch? Genau. Ja, dann Kuhmilch, ist möglich. Kuhmilch ist möglich. Sie können natürlich auch eine Folgenahrung oder Sie könnten auch eine Anfangsnahrung nehmen, ja, aber die Anfangsnahrung ist dann zu dünn und die Folgenahrungen sind zu süß, da haben Sie recht, ja. Also Sie würden die Zwarer-Nahrungen auch nicht verabreichen? Die Zwarer-Nahrungen sind süßere Nahrungen, die werden angeboten. Ernährungsphysiologisch braucht man die Anfangsnahrung, wie die Muttermilch, und dann kann man Kuhmilch geben. Da war, glaube ich, also man braucht keine... Okay. Nur was wegen am Eisen ist so... Können wir kurz also bei der Milch bleiben? Okay. Ich glaube, da war der Einwurf, habe ich das richtig verstanden, Ziegenmilch oder so? Oder habe ich das... Ich habe es bei meinen Kindern halt so gemacht, dass ich auf Reismilch und Schafmilch übergangs. Okay. Die haben dann die Kuhmilch gut vertragen und ich habe auch noch eine Kuhmilch dazu gegeben. In der Übergangszeit zwischen Abstillen, ja, Stillen und Kuhmilch bin ich halt dann auf Reismilch und Schafmilch umgestiegen. Genau. Bin mit dem gut gefahren. Okay. Gut. Sie wollten noch eine zweite Frage stellen, glaube ich. Wegen Fleisch fragen, und zwar wegen Eisen, wegen Fleisch. Ich esse sehr wenig Fleisch, weil man kriegt biologisch einwandfreies Fleisch, wie man jetzt eh immer hört, sehr, sehr selten. Jetzt wird mein Sohn auch sehr wenig mit Fleisch ernährt, auch mit Fisch leider wenig, weil er kriegt man auch keinen biologischen. Jetzt ist die Frage, ist es sinnvoll, mit Eisentropfen zu arbeiten? Wir ernähren uns sehr gesund. An und für sich nicht. Es ist so, Sie müssen schauen, ich meine, wenn es wirklich null Fleisch ist, total null, ja. Null nicht, aber sehr wenig. Ja, es ist hilfreich, ja. Es wäre hilfreich, irgendwann einmal, man kann wirklich aus einem Fingerpicks an Ferritingehalt schauen. Also wenn man wirklich sich nicht sicher ist, weil man einfach aus der Ernährungsgewohnheit, bitte nur zwischen 6 Monaten und 16 Monaten. Nachher ist das kein so großes Thema mehr. Da könnte man dann nachschauen oder nachher. Es kommt auch darauf an, wenn er Infekte hat. Also ich würde, Sie können auch bei uns in der Klinik ein Ernährungsprotokoll rechnen lassen. Und Sie kriegen dann den Gesamteisengehalt raus, den Sie auch über andere Getreide und andere Produkte zuführen. Das ist ja alles mit Eisen versehen, nur die Frage ist, die Summe, kommen Sie auf eine Menge oder nicht? Also da kann man sie beraten lassen. Okay. Okay. Dankeschön. Die nächste Frage? Ja, also meine Frage ist auch noch zur Kuhmilch, weil Sie beziehen das jetzt aufs Eisen, das habe ich noch nie gehört. Also mein Sohn ist ein Jahr alt und mich ganz, ganz viel mit seiner Ernährung auseinandergesetzt und habe dann den neuesten Ratgebern gefolgt, also jetzt nicht nur Büchern, sondern auch Hebamme und so weiter, dass man ab einem halben Jahr Kuhmilch gibt, weil mein Wissensstand war immer, dass es um diese Allergenvermeidungsstrategie gegangen ist mit der Kuhmilch. Dass es die Meinung war, bis zum halben, also erst mit einem Jahr Kuhmilch, weil es um die Allergene geht. Und ich habe dann diese ganz schlüssige Meinung gekriegt, dass es gerade gut ist, in Verbindung mit der Stillzeit mit der Kuhmilch anzufangen, weil sie da eben nur diese guten Abwehrkräfte im Darm haben. Und mein Kind hat wirklich, also die kriegt seit einem halben Jahr Kuhmilch und immer so perfekt vertragen. Mein Sohn kriegt da gar keine Folgemilch oder sonst irgendwas, wie zum Stillen mit 9 Monaten aufgehört hat, hat der gar nichts mehr braucht. Der kriegt seinen Milchbrei und fertig. Also ich muss Ihnen da, möchte mal sagen, durchaus nicht recht geben, aber ich verstehe Sie und ich habe jetzt ganz bewusst zuerst gesagt Ernährungskommission, dann Professor Ziegler, und das ist halt die Medizin, ja, der hat diese Untersuchungen gemacht. Ich kann mir wirklich echt vorstellen, wenn ein Kind gestillt wird und kriegt die Kuhmilch auch vor dem 12. Lebensmonat, dass es das Kind gut vertragen kann. Ich kann diese Untersuchungen ja gar nicht nachvollziehen. Da geht es ja um diese Mikroreaktionen vor dem 12. Monat, aber wahrscheinlich nicht bei jedem Kind. Ich kann nur diese Empfehlungen aussprechen, die wir halt da zwischen Schweiz, Deutschland und Österreich abgeben und die auf so Studien beruhen, die schon relativ alt sind. Aber aus der Praxis heraus, ja, ist es so, dass eine Kuhmilch, überhaupt nichts dagegen, früher hat man ja die Kuhmilch verdünnt und gewassert und es den Kindern gegeben und haben das auch vertragen. Also ich denke, da kann man nicht irrsinnig viel falsch machen und wenn Sie sagen, Sie haben es gut zubereitet und das vertragt er, kann ich mir das lebhaft vorstellen, dass das okay ist. Ich tue mir ein bisschen schwer, weil ich
jetzt keine Studien habe und dies und jenes, aber eine Kuhmilch, das sagt mir der Hausverstand, kann, wenn sie ihn gestillt haben, ab dann auch gegeben werden. Da spricht überhaupt nichts dagegen, auch von der Allergisierung schon gar nicht, eher von dieser Eisensituation. Ja. Und von dieser Allergie, die wir immer Angst gehabt haben, da sind wir eh schon weg. Also der Trend geht in die Richtung, vielleicht sollte man das aufgreifen und das wieder ein bisschen vereinfachen und vernatürlichen und mal schauen, ob man nicht das schon früher geben kann. Also wie gesagt, es ist aber in der Literatur, die man jetzt so kriegt, absolut, also ich habe mich dann in meine Stillgruppen und so unterhalten und es ist, also der Wissensstand unter den Müttern schon, dass das jetzt wieder gefragt ist. Ja, dem Überholen und sehen, das ist eh okay, das fordert heraus und ich glaube, darum sage ich bewusst, eine Kommission ist nicht immer der Rat der Weisen, ich glaube, man muss flexibel sein als Mediziner. Und das ist nicht das Riesenthema, im Gegenteil, das ist was, was man vielleicht nochmal neu überdenken kann. Aber ja. Dazu direkt? Genau, ja. Dazu direkt. Ja, und zwar, wir haben in unserem Babyclub, das ist jetzt knappes Jahr her, von einer Ernährungsberaterin aus Salzburg, von der GKK, erfahren, dass es ganz aktuell Studien gibt, dass man eben Kuhmilch vor dem ersten Lebensjahr geben kann, weil man ganz knapp dran ist, diese Mikrobiologie, die Sie jetzt erzählt haben, zu widerlegen. Also das passt eh. Das passt ist ganz in die Richtung, ich wollte es nur sagen. Wir arbeiten zusammen und das finde ich gut, was die GKK macht. Also wenn das in die Richtung geht, dann finde ich das einen guten Schritt und ich kann sie da nur ermutigen, da machen sie sicher nichts. Im Gegenteil, sie wollen ja das Beste fürs Kind machen, darum sind sie da. Ja, da hängt die Medizin oft hinterher. Also ich habe auch schon im eigenen Bereich erlebt, Kuhmilch. Ich würde es nicht jetzt mit 3 Monaten oder 4 Monaten geben, aber das ist ja das Thema dann nach der Stillphase, oder? Okay, ja, danke schön. Die Wortmeldung, aber die Dame da vorne war eigentlich schon lang, ewig, glaube ich, und dann sie da drüben. Meine Frage ist folgende, mein Sohn ist 8,5 Monate und ich stille hauptsächlich und er mag eigentlich nur zugefüttert bekommen, Brot oder Hühnchen, also das Pürierte. Und ich habe schon alles Mögliche ausprobiert. Also ich mag kein Gemüse und kein Obst und auch Sonstiges. Nicht, also wirklich, jetzt wollte ich noch fragen, wie lange kann ich das so lassen oder also, wie viel muss ich ihn noch motivieren, dass er dann doch einmal das andere probiert? Ja. Oder wie lange ist das okay so? Ich will noch, wissen Sie, es kann das, genau das, was ich nicht will, ist, dass ich dann irgendwo Angst mache. Ich habe dramatisch erzählt von Kindern, die 12 Monate gestillt waren, ausschließlich, wo ich auch gesagt habe, zu der Frau machen sie eine Blutabnahme. Und jetzt konnte natürlich jeder Frau einen Stress machen, die dann sagt, na, der ist noch nicht so weit, ja, mit der Beikost. Ich kann Ihnen nur empfehlen, dranbleiben. Es ist schon ein Thema, also das ist, man muss es immer wieder, da hat der eh schon was, ne? Es ist ja nicht so, dass in dem weißen Fleisch und so nichts drinnen ist. Also ich glaube, sie sind am guten Weg. Die Frage ist natürlich bei Infektanfälligkeit, je länger das geht, umso eher kann man mal mit dem Hausarzt zusammen besprechen, ob man mal nachschaut, ob man mal das Blutbild schaut oder ein Eisengehalt schaut, aber das ist nur zu früh. Sie sind sicher da am guten Weg, wenn er schon zum Stillen was dazu bekommt. Aber also ist jeden Tag das Fleisch auch nicht zu viel? Nein. Das ist das Einzige, was er wirklich gern isst? Ja, dann geben Sie ihm das, was er mag, zum Stillen dazu. Und der ist schon in Ordnung, der holt sich ausreichend. Ja. Ich hätte eine Frage zur Name Kuhmilch. Ist Frage wegen der... Entschuldigung, jetzt sind wir zu zweit. Ja, wenn Sie stehen schon, bitte. Ja. Eine Frage wegen der vegetarischen Ernährung. Unser Sohn ist jetzt 14 Wochen alt und wird über die Muttermilch rein vegetarisch ernährt. Auf was müssen wir denn da aufpassen? Also ich glaube, dass nur die vegane stillende Mutter, wenn sie 12 Monate lang stillt, also ohne, Sie wissen, das ist nicht vegetarisch, sondern das ist nur ein Schritt ernster. Nein, nicht veganisch, sondern vegetarisch. Eben, also vegetarische Mutter, die stillt, hat kein Problem. Das Kind kriegt alles. Die Frage ist, ob sie dann die Beikost mit 6 Monaten starten. Das ist bei jedem Kind gleich. Die Gefahr ist, die vegane Mutter, die wirklich, also die kommt, die hat ein B12-Problem mit, wenn sie jetzt ausschließlich da stillen bis ins 11., 12. Monat rein.
Ja, also die vegane Mutter, die ja über die Muttermilch dann da dem Kind wirklich, da gibt es einen Vitaminmangel, da erleben wir eindeutig. Wir haben 5 oder 6 Kinder und wir haben überall, wo sowas veröffentlicht wird, Probleme mit der B12-Versorgung und das ist dann eine Frage der Gehirnreifungsproblematik und die Kinder haben mit 12 Monaten schon eine Hirnsubstanzverminderung. Aber das ist vegan, 12 Monate ausschließlich stillen. Eine vegetarische Mutter, die kriegt, das ist eine super Ernährung, ja. Und letztlich, wenn sie 6 Monate voll Stütt kriegt, gibt sie dem Kind alles ausreichend mit. Das ist nicht das Thema. Aber dann die Beikost. Ja, bitte. Und zwar, ich hätte noch eine Frage zur Kuhmilch. Gibt es fürs zweite Lebensjahr Empfehlung, eine Mengenempfehlung, wie viel Kuhmilch gut wäre fürs Nein. Kind? Gibt's keine Mengenempfehlung. Im Gegenteil, also ich würde sagen, das ist immer diese Ad libitum-Geschichte im ersten Lebensjahr, ist es bei der Muttermilch. Und dann gibt es natürlich da gibt es die Frage der Bilanzierung, ja, wie viele Kalorien und so weiter. Ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn ein Kind im zweiten Lebensjahr gerne viel Kuhmilch trinkt, ja, gibt es kein Mengenlimit. Jetzt nicht ein Diabetes insipidus, hat einen vermehrten Durstgehalt oder so, aber das Kind kriegt ausreichend, sättigt sich mit dem Trinken, mit Milch ausreichend. Da gibt es nichts zu viel. Im Grüß Gegenteil. Ja. Mein Name ist Graf und zwar, ich lasse meine 5 Monate alte Tochter nächste Woche die zweite 6-Wochen-Impfung impfen. Ihr ist nicht wirklich schlecht gegangen nach der ersten. Ich habe ein bisschen Schreien gehabt am Abend, was schon sehr außergewöhnlich war für sie. Und falls sie Fieber kriegt, was würden Sie mir empfehlen, wie weit darf ich es fiebern lassen, wie lang und was sollte ihr geben? Ja, danke auch für diese Frage. Ich meine, es ist klar, dass es gibt das Fieber nach dem Impfen. Ich sehe es in der Minorität, aber es ist so, Sie haben es ja erlebt. Wir geben einen Nurreflex, ja. Das Fieber würde ich bei 38, also wenn die jetzt nach der Impfung wirklich schon eindeutig über 37, 8, 38 ansteigt, würde ich ihr einen Reflex geben. Man kann aber Mexalen genauso geben, man kann Pacemet, es gibt verschiedene fiebersenkende Mittel. Das Ibuprofen ist ein sehr gutes Mittel und das würde ich einfach da in dem Fall geben. Ob 38 schon? Würde ich geben, weil ich mir sicher bin, wenn sie... Ist ja eindeutig, dass da durch die Impfung eine Reaktion ist. Da würde ich nicht warten, bis 38,5 ist oder irgendwie. Da weiß ich genau, das ist ein Zusammenhang. Ja. Was anderes ist natürlich, wenn ich heute nicht weiß, wie wird das Kind, wird es jetzt krank, hat es einen Schnupfen, wie entwickelt sich das Fieber. Da kann man die Fiebersenkung viel leichter abwarten und da kann man viel mehr mal beispielsweise mal auf 38,5 raufgehen lassen und warten. Gibt es auch in unserer Elternschule einen Vortrag über das fiebernde Kind und ist ja ganz wichtige Veranstaltung. Aber das ist meine Empfehlung, okay. Persönlich. Danke. Bitte. So, da haben wir noch eine Wortmeldung. Habe ich sonst noch eine Wortmeldung übersehen, bitte? Da hinten? Bei Ihnen noch. Okay, dann sind Sie jetzt dran. Wenn Sie aufs Mikrofon warten, bitte. Das, ja. Pfeifenberger, mein Name. Nur ganz kurz noch zur Impfung. Ich habe jetzt, meine Tochter ist 14 Monate alt und die dritte 6-Fach hat sie jetzt am Montag gehabt. Das geht ja wunderbar. Und jetzt wollte ich noch wissen, weil uns die dritte Pneumokokken noch fehlt, aber jetzt das mit den Zecken aktuell wird und mit der Masernmumps bin ich dann auch später dran. Ist das jetzt ein Problem, wenn es nicht im 14. Lebensmonat alles kriegt? Oder nein. Wo ist da nein, die Grenze? Nein, passen Sie auf. Das ist, also was jetzt, wie Sie haben jetzt die Grundimmunisierung durch und das passt. Ja. Die Masern-Mumps-Röteln-Impfung ist ein Thema vom zweiten Lebensjahr. Das ist nur, wichtig ist, dass der Abstand einmal, glaube ich, ein Monat oder 2 Monate, es gibt eine Impfung und dann wieder eine. Und dann haben Sie eigentlich das Wichtigste vorbei. Die FSME-Impfung ist ein Thema, das würde ich bitte will ich im Kinderarzt nicht reinreden, aber das kann man auch ein Jahr verschieben. Ich meine, das ist die Frage, wie sehr sie jetzt mit Zecken in Kontakt kommt. Die ist ein Mädchen, oder? Ja. Die Frage ist natürlich, wenn sie ziemlich viel draußen seid und Zecken kriegt und so, dann... Das ist eben der Fall und es ist mir gesagt worden, dass... Der Flachgau eher noch betroffen ist, es wieder Tennengau. Ja. Und sie ist jetzt einfach in der Entdeckungsphase und will draußen herumlaufen. Jetzt kommt der Frühling, ich kann sie nicht immer zurückhalten und mit den Zecken, ja. Also es gibt die Möglichkeit, dass sie sagen, okay, ich impfe ein Jahr später, weil das Kind dann viel mehr im Freien ist und selber laufen kann und so. Und sie haben also im zweiten Lebensjahr viel mehr, also
das ist ein anderes Thema, ich sage es Ihnen ehrlich. Das ist eine Möglichkeit, ja, weil, und das andere ist, sonst müssen Sie staffeln. Natürlich wäre es jetzt nicht schlecht, wenn Sie jetzt die erste und die zweite Zeckenimpfung haben, und dann muss man das halt mit der Masernimpfung sozusagen, kann man noch postponieren. Also das ist jetzt kein Thema, wann, in welchem Monat, überhaupt kein Thema. Ja. Das kriegen Sie schon unter. Ich würde eher meinen, dass man durchaus einmal ein Kind, das noch keine 2 Jahre ist, jetzt nicht so Zecken exponiert. Aber das kommt ganz auf die Lebensweise drauf an, wo man wohnt und wie sehr man da wirklich, das ist eine haarige Geschichte. Also wir impfen ab, weil das immer Eigenverantwortung ist. Es ist so. Okay. Die Dame mit der grünen Bluse bitte. Ja. Dann sind Sie noch und dann habe ich da drüben noch eine Wortmeldung oder zwei noch, okay? Dann müssen wir langsam zum Rahmen kommen. Bitte. Meine Tochter, die ist jetzt 1,5 Jahre alt und das ist jetzt eigentlich immer ich und meine Schwiegermama die Hauptbezugspersonen gewesen und ich möchte jetzt gerne wieder in die Arbeit gehen und hätte jetzt eine Tagesmutter und der erste Versuch ist schon gescheitert, weil da hat es eigentlich nur geschrien. Beim Stillen? Nein, beim Abgeben halt, wo es bei der Tagesmutter abgeben hat. Und jetzt probiere ich es wieder einmal und jetzt ist halt meine Frage, weil dann heißt es immer, die kriegen einen seelischen Knacks oder so. Wie lange kann ich es da dann schreien lassen oder wenn es gar nicht bleibt, gibt es da einen seelischen Schaden oder wie ist denn das eigentlich da? Das wäre jetzt meine Frage. Weil es jetzt 1,5. 1,5. Okay. Ja, ich meine, jetzt bitte, gell, ich habe das noch nie praktiziert und das Wesentliche ist, dass Sie das nicht brutal und abrupt machen können. Gell? Ich meine, die Frage ist natürlich, ob man so ein Bindungs- und Lösungsverhältnis, ob man das irgendwie schafft, abgeben und dann gleich wieder dort sein. Das, sie muss einfach lernen, dass sie am Anfang irgendwo nicht gleich ganz weg sind. Ja. Irgendwo ist eine Zäsur notwendig, kann ich mir schon vorstellen. Dass das also, ich meine, sie haben eine Tagesmutter, geben sie hin und sie können nicht weggehen, weil sie sich nicht weglässt, oder? Ja, sie schreit halt dann immer. Also die hört dann nicht auf, die steht dann vor der Tür und schreit immer Mama, Mama und hier immer, wie sie ein Rot aufgezückt und ja, sie wollen halt die ganze Zeit. Ist schon klar. Die Frage ist, ob man dann Übergang schafft, ja, dass das nicht so ab, so sie geben es hin und sie sind dann ganz weg und dann plötzlich kommt das Riesentrauma, sondern dass man das einfach hier in irgendeiner Art und Weise, ob es sowas gibt, irgendwie schrittweise, dass sie gewisse Sicherheiten bekommt und dann einfach auch versteht, das ist die Frage. Ich würde das so besprechen, auch mit vielleicht doch einem Psychologen, dass man das vielleicht, kann ihnen das auch anbieten. Dass man, also da bin ich für die Praxis jetzt nicht der Fachmann, der sagt, jetzt machen sie das so. Ja. Also wenn das Trauma, also 1,5 ist aber nicht zu früh, oder? Also 1,5 Jahre ist nicht zu früh, oder? Nein, ich meine, das ist ein grenzwertiges Alter. Ich meine, ich sage mal, es beginnt dort, dass sie lernen muss, dass sie weg sind, aber so ganz locker ist es noch nicht. Ein Kind ist in diesem Jahr, in diesem Alter noch bedürftig. Die Bindungsrezeptoren, das ist ein sicher gebundenes Kind, ja. Und ich glaube, es muss einfach ein Vertrauen gewinnen zur anderen Bindungsperson, ja. Und sie müssen, also wahrscheinlich müssen sie das schrittweise machen mit Begleitung. Okay. Ja, danke. Jetzt, genau, nehmen wir da noch bitte. Und dann bei Ihnen noch die 2 Wortmeldungen, gell? Ja, Helmer mein Name. Sie haben ja dankenswerterweise auch noch über Bindung gesprochen, wie wichtig das ist. Also eine stabile Bindung ist sicherlich auch gut, wichtig für die Gesundheit, nicht nur die Ernährung. Mir ist jetzt so hochgekommen, Sie sprachen noch von der unsicheren Bindung und noch von der ängstlichen Bindung, glaube ich. Ne? Gibt es da irgendwie so eine Disposition, wenn die Kinder eine unsichere Bindung haben oder eine ängstliche Bindung für bestimmte Krankheiten? Ich denke mal, wenn man eine unsichere Bindung hat, das ist ja für ein Kind unheimlicher Stressor. Da werden ja auch unheimlich viele Stresshormone dann ausgeschüttet und das könnte ja auch zu bestimmten Krankheiten führen. Ne? Gibt es da also Korrelationen? Ja, danke für diese Frage. Ich bin da wirklich auch nicht jetzt der Fachmann, der da die Langzeitstudien rauszieht, aber eins ist mit Sicherheit gegeben, dass natürlich dieses nicht sichere gebundene Kind, das unsichere oder zwiespältig gebundene Kind schon dazu neigt, und das ist ja das Thema, warum Bindung, später auch im weiteren Beziehungs- und Bindungsverhalten Probleme zu haben. Und das sind dann Kinder, die in einer Art und Weise im Psychosomatikbereich oder im Schulbereich oder irgendwo dann durchaus psychosoziale Probleme kriegen können. Und ich denke schon, dass das mit Gesundheit zusammenhängt, dass man wirklich auch kompetent
weiter mit anderen in Beziehung treten kann. Also die Psychosomatik, ja, die somatoformen Störungen, die vielfältigen. Aber ich kann Ihnen die Zahl, also der Krankheiten und die Krankheitsmuster, die bei den Prozentsätzen hochkommen, nicht heraussagen. Kann ich nicht. Ja, danke schön. Da hinten bitte und dann noch bei Ihnen. Ja. Ja, grüß Gott, mein Name ist Russe. Wir haben eine Tochter, die ist jetzt gut 4 Monate alt, ist voll gestillt worden. Wir haben jetzt mit der Beikost angefangen, hat auch alle Impfungen bekommen, laut Mutter-Kind-Pass. Wir haben nur eine besondere Situation. Wir sind, also sowohl mein Mann als auch ich, wir haben ein hohes Allergiepotenzial. Er auf Erdnüsse und ich auf Schalenfrüchte, haben auch schon öfters anaphylaktische Reaktionen gehabt, beide. Ob man da jetzt präventiv fürs Kind irgendwas tun kann oder ob man einfach so macht wie bei allen anderen Kindern auch. Es ist auch eine wichtige Frage. Ich meine, wir haben ganz eindeutig die 6 Monate Stillzeit da noch immer in der Prävention. Das heißt, also in beiderseitigen Atopierisiko oder Allergierisiko ist die Empfehlung ausschließlich, also da würde man mit der Beikosten vorsichtig sein. Das ist aber auch immer im Fluss. Ja. Also eine Prävention zu haben, wäre eine längere ausschließliche Stillzeit. Oder die HA, die hypoallergene Nahrung. Das ist so das Thema. Und dann beginnt man durchaus mit der Beikost und startet. Also das ist das, was Sie tun können. Und selbst für die HA-Nahrung ist die Prävention nur bei der Neurodermitis bewiesen. Da gibt es jetzt einmal wieder andere Ergebnisse. Also de facto, Sie geben jetzt mit 4 Monaten schon Beikost, gell? Ja, sie ist eigentlich voll gestillt. Wir haben jetzt gerade angefangen, wirklich viel ist es noch nicht. Ja, nein, ich glaube, das ist 4 Monate stillen ist schon das Optimum, weil ich meine, sonst hätten sie HA-Nahrung geben müssen, wobei das Stillen in der Prävention der Allergie nur immer das Beste ist. Wie gesagt, also die Frage ist, ob sie nicht doch jetzt mit der Beikost noch ein bisschen hinauszögern und dann wirklich voll einsteigen. Danke. So. Soweit ich sehe, die letzte oder vorletzte Wortmeldung da in der Mitte. Die vorvorletzte, die vorletzte und die letzte. Ja, machen wir so, okay? Bitte. Gutmann, mein Name. Ich hätte eine Frage zum Abstillen. Also es wird viel über Stillen gesprochen, aber irgendwie wenig über das Abstillen. Ich habe eine Tochter, die war anfangs eher ein Schreibaby und da war das Stillen sehr wichtig. Es hat sich mittlerweile beruhigt, ist jetzt 6 Monate und jetzt wollte ich fragen, wer unterstützt einem da, wenn es zum Abstillen kommt? Das heißt ja, man sollte sich Zeit nehmen und ich glaube, viele Mütter können oder wollen sich jetzt nicht 2 Jahre einfach karenzieren lassen. Wie geht man das am besten an? Also ich würde Ihnen schon eine Begleitung empfehlen. Also wir haben Stillberaterinnen. Und ich glaube, also die Horuk-Methode zu sagen, jetzt wissen Sie, mit Ihrem Mann oder Partner zu sagen, liebes Kind, 4 Tage lang, du kriegst jetzt keine Milch und die Milch geht zurück. Also das kann mit 6 Monaten wirklich traumatisch sein, weil das einfach eine beidseitige Geschichte ist. Das Kind möchte und sie, also das ist, aus meiner Sicht würde ich mir da jemanden nehmen, der mich berät, begleitet, dass das Ganze aus diesem Bindungsaspekt heraus jetzt nicht ein Trauma wird. Ja? Dass das ein Erlebnis wird, wo Sie sagen, okay, ich habe mich jetzt entschieden, ich gehe in diese Richtung, aber da braucht man ein bisschen eine Begleitung, würde ich sagen. Also ich sage jetzt gar nicht, dass das jetzt passieren muss, aber ich will einfach ein bisschen präventiv schon denken. Und ja. Das ist so, dass Sie Ihr Kind beobachten, ob Ihr Kind die Zähne bekommt, wie Ihr Kind motorisch ist. Das hat sicher aus der Beziehung heraus, also ich habe mir sagen lassen, dass es sehr, sehr oft sehr harmonisch sein kann, dass man mit 8, 9, 10 Monaten dann so weit ist und dass es dann wunderbar ist. Wirklich, das geht dann so, ohne diesen, weiß ich nicht was, Horuk. Okay. Aber ich würde viele Damen oder auch die Stillberaterinnen aufrufen zu sagen, da noch mehr zu investieren. Das kann eine Frau viel besser, die stillen, dass sie solche Tipps geben, wie man da denkt. Ja. Also da gibt es aus meiner Sicht fast zu wenig. Aber wir haben ja da Stillberaterinnen im Raum.
Okay, danke. Ja, also ich habe jetzt nicht wirklich eine Frage, ich wollte nur zum Thema Tagesmutter was sagen. Und zwar, ich bin seit 12 Jahren Tagesmutter beim Tageselternzentrum und kann der Dame da hinten nur sagen, es läuft wirklich sehr langsam die Eingewöhnungszeit, die kann von Wochen über Monate dauern. Und wir haben das so, dass also wirklich zuerst einmal die Mutter mit dem Kind sehr oft kommt, dass sich das Kind an die Umgebung gewöhnt und an die Tagesmutter. Und dann das Kind einmal für ein paar Stunden oder eine halbe Stunde nur da ist, wo die Mutter abrufbereit ist. Und das tut man so langsam steigern, wie es das Kind braucht. Aber es glaubt bei allen wirklich gut. Ja, also danke für den Hinweis. Ich glaube, das war jetzt sehr, sehr wichtig, hilfreich sehr und weiterführend, weil das, dass das so lange auch dauern kann. Das haben wir heute Abend sehr gelernt, individuell. Dass viele Dinge einfach sehr in einer breiten Bandbreite sich abspielen. Die letzte Frage von da drüben, bitte. Ja. Ja, mein Name ist Thaler. Sie haben in Ihrem Vortrag erwähnt, dass die zurzeit in unserer Gesellschaft übertriebene Hygiene in Bezug auf die Allergien, die Kinder kriegen können, ein Problem sein kann. Was empfehlen Sie Eltern? Genügt es, in der freien Natur zu sein? Oder, Nein, darf ich noch was sagen? Das ist wirklich eine interessante Frage. Ich meine, die ganzen Studien zeigen, dass die Kinder auf Bauernhöfen mit der normalen Belastung, auch wenn die Mutter schon im Stall ist und so weiter, eine höhere Kompetenz haben, also allergisch präventiv sind. Jetzt versucht man natürlich irgendeinen Stoff zu finden, der das verursacht und dass man den jetzt den Kindern gibt. Ich denke mal, wir können unsere Hygiene nicht übertrieben verändern. Ja? Wir sind in der Stadt oder am Land. Also ich würde meinen, das ist mehr eine globale Sicht über die Entwicklung von Allergien. Ich glaube nicht, dass man Hygienestandards ändern soll, damit die Kinder jetzt irgendwelche Allergievorteile haben. Man braucht aber keine Angst haben. Ja? Diese Aussagen sind einfach die, dass man, wenn man ein Tier hat zu Hause oder was auch immer, ja, das ist mit Sicherheit eher günstig und die normale Umgebung und zurück zur Natur, sage ich mal, an und für sich, das halten wir alle aus, im Gegenteil, da werden wir gesünder. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das eine Antwort ist. Aktiv, glaube ich, können wir kaum was machen. Wir brauchen da keine Angst haben. Ist okay, ich verstehe, dass wir unsere Hygienestandards natürlich nicht ändern sollen. Ja, nicht übertrieben. Ich glaube, die Hauptbotschaft, mit der wir auch heute, glaube ich, nach Hause gehen dürfen, ist, dass Kinder viel aushalten. Ich glaube, das heißt ja jetzt nicht, dass man jetzt die Staubsaugerintervalle verlängert oder so. Ich glaube, das muss man nicht gleich machen. Ja, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr für diese sehr engagierte, erwartungsgemäße, engagierte Diskussion. Ich hoffe, dass sich niemand in seiner Wortmeldung abgewürgt oder verhindert gefühlt hat. Es gibt sicher auch jetzt noch die Möglichkeit, den Professor Sperl noch etwas zu fragen, wenn es notwendig ist oder wenn noch Bedarf besteht, sozusagen im kleinen Kreis. Jedenfalls herzlichen Dank für das Kommen und danke, dass wir das heute insgesamt, glaube ich, gut abwickeln konnten. Und danke, Professor Sperl. Ich glaube, Sie haben schon vermitteln können, das, was ich auch anfangs schon gesagt habe, dass Ihnen diese unsere Kinder wirklich ein großes Anliegen sind und dass wir auch viel Vertrauen haben dürfen, dass das alles schon irgendwie ein bisschen in die richtigen Schienen kommt. Dankeschön. Okay.